So, wir starten ein herzliches Willkommen zur Vorlesung Tricks, Trends und Traditionen. Wir haben das Thema selbstreguliertes Lernen und wie man dieses fördert. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ich habe gestern eine Instagram-Story geschaltet und da haben wieder ein paar mitgemacht. Ich hatte die Frage gestellt, wurde dir in der Schule eigentlich das selbstregulierte Lernen beigebracht? Und man sieht hier an den Antworten, 92% sagen nee und 8% sagen ja. Also relativ wenige, wobei wir eigentlich sagen würden, das ist gar nicht so unwichtig, oder? Vor allem in der heutigen Zeit. Werden wir sehen, wir fragen auch da nochmal nach, ist es wichtig? Ja, was ist es eigentlich? Wie trainiert man das? Alles das, also in dieser Vorlesung. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich habe die Frage, die ich in der letzten Woche gestellt habe, auch vor 2 Semestern mal gestellt, oder vor 3 Semestern. Da war nämlich die Frage, was gibt es so für Ablenker? In der letzten Vorlesung war ja die Aufgabe für die Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach mal zu notieren, was lenkt eigentlich so alles ab? Also was kommt irgendwie dazwischen, zwischendurch mal in so einer Vorlesung und generell auch beim Lernen? Und ich habe das damals als Story auch gepostet bei Instagram und dann hatten irgendwie knapp 650 Leute mitgemacht. Und die Ergebnisse von damals, die decken sich eigentlich fast zu 100% mit den Ergebnissen dieses Mal. Und wir haben damals eigentlich 4 große herausgefunden. Das waren so Sachen wie Hunger und Durst, also alles drumherum, rund ums Lernen. Und wir haben dann neben diesem Hunger und Durst, das waren ungefähr 5% eigentlich nur, waren dann nochmal so Menschen, also Mitbewohner, Geschwister oder vielleicht auch Freund, Freundin und wie auch immer. Das waren 7% und dann wurde es schon ein bisschen ernster, dann kamen so Gedanken. Also Menschen grübeln zwischendurch mal oder denken über irgendwas Schönes nach oder was sie noch machen wollen auch häufig. Was möchte ich mit dem schönen Wetter noch anfangen beispielsweise? Und auf Platz 1, Sie können sich denken, das ist das Handy, also das Smartphone. Das heißt also 444 dieser 650 knapp haben mit dem Smartphone halt oder haben es aufs Smartphone getippt oder das entsprechend angegeben. Das waren 68%. Das heißt also, wir haben schon ziemlich viele Ablenker dabei und es ist halt ein frisches oder ein neues dabei, erst seit ein paar Jahren auf dem Markt. Das ist so ein Smartphone mit all den Apps, die es da so gibt. Und das heißt also, die Aufmerksamkeit wird zwischendurch immer wieder gestört. Und wir haben ja in der entsprechenden Vorlesung auch gelernt, dass Aufmerksamkeit fürs Lernen, also fürs Verarbeiten von Informationen, unglaublich wichtig ist. Und in der heutigen Gesellschaft ist das so, oder in der heutigen Zeit, dass die Aufmerksamkeit womöglich sogar die wertvollste Ressource ist. Das ist das, was Maren Urner sagt. Ja, die sagt also, die wertvollste Ressource unseres 21. Jahrhunderts ist eben die Aufmerksamkeit. Und die Frage ist, wie kriegen wir sie? Und ich glaube, viele Lehrkräfte würden jetzt sagen, so, jo, das ist es, worum wir eigentlich tagtäglich kämpfen müssen. Im Fernunterricht, so wisst ihr auch schon mal, wie kriegen wir die Kinder eigentlich ran, dass sie auch immer mit dabei sind? Wie häufig müssen Lehrkräfte hinterher telefonieren und fragen, warum sind denn die Kinder eigentlich gerade nicht im Unterricht oder in der Notbetreuung, wie auch immer. Also wie kriegen wir die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler, momentan sogar auch der Eltern oder teilweise auch der Geschwister, mit denen man Kontakt pflegt als Lehrkraft, um die Kinder zu erreichen, die eigentlich im Unterricht sitzen müssten. Aber es ist auch im normalen Unterricht so. Haben wir 30 Schülerinnen und Schüler vor uns sitzen, dann ist es gar nicht so einfach, immer die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und man hat häufig das Gefühl, wenn nicht wirklich jeder aufmerksam ist, dass da auch nichts gelernt wird, was gar nicht mal unbedingt der Fall sein muss. Aber ich glaube schon, dass es eine ziemlich, ziemlich wichtige Sache ist und viele Lehrkräfte daran hadern und damit auch zu kämpfen haben. Man kennt ja auch viele Studien zu Burnout und Co., die zeigen, dass zum Beispiel auch Lärm einen großen Einfluss haben kann. Also das heißt, dieser tagtägliche Kampf um die Aufmerksamkeit ist schon, wie ich glaube, schon ziemlich heftig. In der letzten Woche, da hatte ich diese Frage aber nicht präsentiert, fragte ich die Studierenden oder generell meine Follower bei Instagram auch, ob sie generell gerne zur Schule gegangen sind. Und wenn es um Aufmerksamkeit geht, dann wissen wir, es ist ziemlich viel Aufmerksamkeit da, wenn man für irgendwas brennt, also wenn Neugier da ist und wenn man auf irgendwas Lust hat, oder? Wenn man motiviert ist. Und wenn 80% knapp sagen, dass sie eigentlich gerne zur Schule gegangen sind, kann es natürlich daran liegen, dass es erst hinterher bewusst wurde, dass sie gerne zur Schule gegangen sind. Aber es scheint nicht das Allerallerschlimmste auf der Welt zu sein, zur Schule zu gehen. Das heißt also, wie kriegen wir das fein kombiniert? Und wenn es um Aufmerksamkeit geht, dann geht es natürlich vor allem auch um die Frage, hat das alles für mich einen Sinn, was da gemacht wird, inhaltlich? Darüber haben wir schon sehr, sehr viel hier gesprochen in der Vorlesung. Und ich habe 2018 bei Twitter eine ganz spannende Studie gefunden. Und von der möchte ich Ihnen gerne mal erzählen. Der Paul Kirschner ist ein Professor in den Niederlanden, der ist vor kurzem emeritiert worden, also in Pension gegangen. Der hat eine Studie mit seinem Kollegen gemacht. Und zwar ging es darum, mal Expertinnen und Experten im Bildungssystem zu fragen, wie Bildung eigentlich aussehen müsste in einer Zeit, in der wir gar nicht wissen, wie das System und wie die Welt in 5 oder 10 Jahren aussieht.
Das heißt, wir haben dann irgendwelche Professionen in der Zukunft, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Ja, sowas wie, wenn es darum geht, irgendwelche Roboter zu bauen zum Beispiel. Das hätte man ja vor 20 Jahren, da gab es diesen Bereich schon, aber da wusste man noch nicht, wie wichtig es ist. Oder autonomes Fahren, also solche Sachen, die unglaublich im Kommen sind. Und das Ergebnis eigentlich war relativ eindeutig. Die Expertinnen und Experten sagten, man solle eigentlich ein bisschen weniger auf Fachwissen fokussieren, also auf dieses sehr spezifische Wissen, sondern eigentlich mehr auf fachübergreifende Kompetenzen gehen, sowas wie kommunizieren, Probleme lösen, aber eben auch das selbstregulierte Lernen. Was vor allem wichtig ist, dabei sind so diese metakognitiven Denkprozesse, also in der Lage sein, etwas zu steuern, aber halt auch zu transferieren. Also ich lerne etwas und ich bin dann in der Lage, das also auch auf andere Sachverhalte zu übertragen, weil natürlich Transfer dann bedeutet, wenn man was fachunabhängig trainiert, ich muss ja irgendwie anwenden können. Bin ich nicht in der Lage zu transferieren, dann ist es nicht nachhaltig und dann macht es natürlich auch nicht so richtig viel Sinn und hat auch keinen Effekt. Also eine super spannende Studie, die also im Bildungssystem selbst gemacht wurde und die Expertinnen und Experten sagen, also wir bräuchten eigentlich schon so eine kleine Revolution und die Ergebnisse sprechen ziemlich stark für das selbstregulierte Lernen. Deswegen also nochmal diese kleine Auffrischer, warum sollten wir uns mit diesem Thema eigentlich beschäftigen im Studium des Lernens? Wenn wir uns angucken, was das selbstregulierte Lernen eigentlich ist, dann habe ich hier mal eine Definition mitgebracht, damit die nicht ganz so kompliziert aussieht und so lang ist, habe ich mal das Wichtigste jetzt gehighlightet, beziehungsweise das Unwichtigste gestrichen. Das selbstregulierte Lernen zeichnet sich dadurch aus, dass Lernende in der Lage sind, sich selbstständig Ziele zu setzen. Selbstständig Ziele setzen bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler eigentlich lernen müssen, erstmal zu verstehen, warum sie überhaupt Ziele brauchen. Der wichtigste Punkt da ist, wenn man das Ziel nicht kennt, dann kann man sich nicht regulieren. Das ist wie beim Autofahren. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte, dann weiß ich nicht, ob ich schnell oder langsam links oder rechts fahren muss. Das heißt, ich muss mein Ziel können. Das Ziel muss auch zu der Person passen. Das heißt also, wir müssen Kindern auch beibringen, nicht nur, warum brauche ich ein Ziel, sondern auch, welches Ziel passt zu mir. Also, wann kann ich so ein Ziel auch erreichen? Es darf ja nicht zu hoch gesteckt sein. Es darf auch nicht zu einfach sein. Also, warum brauche ich ein Ziel? Generell, aber auch, welches Ziel passt zu mir und welche verschiedenen Arten von Ziel gibt es. Also wenn man Kindern in der fünften Jahrgangsstufe am Anfang des Unterrichts die Aufgabe gibt, stell dir doch mal ein Ziel oder setz dir mal ein Ziel, dann setzen sie sich meistens nicht Ziele, so inhaltlich gesehen, ich möchte das und das herausfinden, sondern es geht eher darum, ich möchte heute aufpassen, ich möchte heute nicht stören, ja, so in diese Richtung. Eigentlich total cool. Aber die sind halt noch nicht so inhaltlich unterwegs. Das heißt, wir können natürlich verschiedene Ziele haben. Da ist die Frage, was für welche. Der nächste Punkt ist die Auswahl und Anwendung von Lernstrategien. Möchte ich erfolgreich lernen, selbstreguliert, vielleicht auch in einem offenen Setting, zum Beispiel, wenn ich zu Hause irgendwie Schulaufgaben oder Hausaufgaben machen muss, dann brauche ich ein Repertoire erstmal an Lernstrategien und ich muss in der Lage sein, die selbstständig auszuwählen. Das heißt, ich muss herausfinden, was für ein Problem habe ich und welche Lernstrategie brauche ich dann. Wir haben in der letzten Woche haben uns so kleine Videos angeguckt, da gab es so kleine Motivationsprobleme. Und die habe ich in der letzten Woche gepackt als kleine Teaser. Heute beschäftigen wir uns mit dem selbstregulierten Lernen. In der nächsten Vorlesung, also Nummer 6, werden wir uns dann mit verschiedensten Lernstrategien auseinandersetzen und gucken, welche Lernstrategie passt denn eigentlich zu welchem Problem. Weil in der Motivationspsychologie ist es zum Beispiel so, ich kann nicht einfach irgendeine Strategie nehmen, sowas wie belohnen zum Beispiel, und setze die auf alles und wirkt die auch immer gleich gut. Nein, nein, ich muss schon genauestens wissen, was für ein Problem habe ich. Und wenn ich das Problem kenne, dann muss ich die richtige Strategie auswählen. Das ist also auch typisch für das selbstregulierte Lernen. Wenn ich diese Lernstrategie dann ausführe, dann sollte ich mich dabei beobachten. Also aus so einer Vogelperspektive betrachten. Ich sollte das, was ich da mache, auch dann bewerten. Also ich muss dann irgendwie gucken, mache ich das, was ich da mache, gut? Ich lese zum Beispiel einen Text und ich markiere den. Dann beobachte ich mich, wie ich markiere und was ich markiere und wie viel ich markiere. Und dann ist die Frage, markiere ich vielleicht zu viel? Weil wenn ich zu viel markiere, kann das sein, dass ich dann gar nicht erfolgreicher lerne. Dann brauche ich vielleicht gar nicht markieren. Weil wenn ich zu viel markiere, dann hat der Kopf vielleicht noch größere Probleme, die Dinge zu verarbeiten. Das heißt, ich reflektiere da auch, was ich da eigentlich mache. Und was der Lernende auch machen muss, ist, dass er externe Rahmenbedingungen mit einbezieht. Das ist zum Beispiel, in welchem Rahmen ich halt eben arbeite. Also wie sieht mein Raum aus zum Beispiel? Habe ich Essen und Trinken dabei? Ja, solche Dinge, genauso wie auch interne Ressourcen. Bin ich müde? Bin ich motiviert? Habe ich Interesse daran? Auch das kann ich natürlich regulieren als Lernender. Und wenn ich zum Beispiel mein Interesse steigere an einer Thematik, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich dann auch erfolgreicher lerne. Es gibt verschiedenste Gründe, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen sollen. Den einen großen Grund habe ich Ihnen vorhin schon genannt, als wir über diese Kirschner-Studie gesprochen haben. Ich habe gestern in dieser Story bei Instagram auch gefragt, würdest du sagen, dass es die Aufgabe von Schule ist, selbstreguliertes Lernen beizubringen?
Und da sagen knapp 90% ja und ein paar wenige nur nein, 12%. Komischerweise ist diese Frage ein bisschen untergegangen. Damit haben wir nur 246 Leute erreicht. Irgendwas war da technisch problematisch. Aber trotz alledem, die Tendenz ist eindeutig. 88% sagen, ja doch, die Schule müsste es machen. Und auf der linken Seite dieser Folie, hier sehen wir die Gründe nochmal. Das eine Ding ist, wir müssen lebenslang lernen. Die Gesellschaft verändert sich so schnell, die Berufe auch, die Anforderungen an den Menschen auch. Das heißt, also es macht schon Sinn, das selbst regulierte Lernen zu beherrschen, denn wir werden wahrscheinlich auch im höheren Alter uns noch Dinge beibringen müssen. Wir müssen uns fortbilden beispielsweise. Lehrkräfte heute, die vor 10 Jahren studiert haben oder vor 15 oder vielleicht sogar noch vor einer längeren Zeit, die müssen auch immer komplett auf Digitales umbauen. Hier an der Universität genau das Gleiche. Es muss auf einmal digital gelehrt werden. Das heißt, auf einmal müssen wir lernen, ganz anders mit Dingen umzugehen. Und Sie werden zum Beispiel nachher auch sehen, dass das Selbstregulieren nicht nur beim Lernen entscheidend ist, sondern natürlich auch beim Arbeiten. Und wenn wir das beim Lernen lernen, dann ist es relativ wahrscheinlich einfach, das hinterher auf das Arbeiten zu übertragen. Wir werden nachher ein Beispiel sehen aus der Schulpraxis, wo es unglaublich wichtig ist. Ich sage nur so viel Klausurkorrektur. Was wir sehen in vielen Laborstudien, auch in unseren eigenen, dass Menschen erfolgreicher lernen, wenn sie selbstreguliert lernen. Das heißt also, wenn sie eben nicht stumpf einfach nur geradeaus lernen, Dinge auswendig lernen, sondern das selbstreguliert machen, eben mit dieser Vogelperspektive, mit bewusstem Ziel setzen und reflektieren, dann lernen sie erfolgreicher, auch inhaltliches Wissen. Und das ist natürlich ein Grund, das durchaus zu machen. Also warum soll man dann nicht das so anwenden, wenn man damit erfolgreicher lernt und vielleicht sogar auch effizienter, also schneller, den gleichen Inhalt, ne, die gleiche Menge. Dann gibt es die Digitalisierung, das ist Punkt 3. Das heißt, wir haben sowas wie Smartphones zum Beispiel oder Tablets und wir haben YouTube und wir haben Twitter und Instagram und was wir alles haben. Also diese ganzen großen Ablenkerquellen. Das ist eine neue Generation von Ablenkern und da müssen wir uns gegen wappnen, wenn man sich dagegen wappnen möchte oder muss. Das sind ja auch ganz tolle Dinge, mit denen man total gut Stress copen kann oder die man auch einfach nur total genießen kann. Aber möchte man lernen, dann muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal die eine oder andere Strategie anwenden, um eben nicht nur abgelenkt zu werden. Punkt 4, wir haben Recht auf individuelle Förderung. Darüber haben wir in dieser Vorlesung ganz am Anfang gesprochen, in der zweiten Vorlesung. Und Recht auf individuelle Förderung bedeutet, wir müssen Kindern die Chance geben, halt das die bestmögliche Bildung irgendwie zu bekommen. Also wir Lehrkräfte haben die Aufgabe, weil die Kinder da ein Recht drauf haben. Und individuelle Förderung können wir machen, indem man Binnendifferenzierung macht, also verschiedene Arbeitsblätter zum Beispiel macht. Ja, eine Möglichkeit. Aber wir können halt den Kindern auch beibringen, selbstreguliert zu lernen. Das ist dann eher so eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und meiner Meinung nach in Kombination mit den anderen Dingen eine super gute Möglichkeit zur individuellen Förderung. Weil es ja gleichzeitig auch impliziert, dass Menschen sich vielleicht hinterher ein bisschen besser kennen. Also die kennen ihre Stärken, ihre Interessen vielleicht auch ein bisschen besser, weil sie einfach mehr auf der Metaebene unterwegs sind. Ganztag- und Lernzeiten. Wir haben eine Tendenz, in Nordrhein-Westfalen eine ziemlich starke, dass Gymnasien zum Beispiel auch immer stärker in Richtung Ganztag gehen, was bei den Gesamtschulen schon Usus ist, wird bei den Gymnasien immer stärker praktiziert. In Hamburg ja zum Beispiel eigentlich nahezu alle Gymnasien Ganztagsschulen. Und das heißt, im Ganztag haben wir weitere Lernangebote, außerunterrichtlich auch. Das heißt, die Kinder werden da vielleicht nicht mehr ganz so intensiv betreut. Und wenn man nicht mehr ganz so intensiv betreut wird, wie zum Beispiel in Lernzeiten oder Lernbüros und wie wir es auch immer nennen möchten, dann muss man sich auch vielleicht ein bisschen mehr regulieren. Also noch ein Grund. Anderer Grund, Punkt 6, fächerübergreifende Relevanz. Bringen wir selbstreguliertes Lernen einmal bei, das ist ja eine fachübergreifende Kompetenz, besteht eigentlich die Möglichkeit, das auch überall anzuwenden. Das heißt, es könnte ziemlich nachhaltig sein. Muss man das in jedem Fach nochmal neu beibringen? Das weiß die Forschung noch gerade nicht. Wir sind da ganz vorne mit dabei. Wir sind gerade dabei herauszufinden, dass man das vielleicht doch zentral beibringen kann, in sowas wie Lernen. Und dann können die Kinder transferieren. Manche Ergebnisse sprechen aber auch wieder dafür, dass es doch in jedem Fachunterricht beigebracht werden muss, weil die Kinder eben nicht in der Lage sind zu transferieren. Also die Forschung ist gerade genau an diesem Punkt, weswegen wir es noch nicht so hundertprozentig beantworten können. Aber es ist eine fachübergreifende Relevanz da und deswegen ist es halt so super, super wertvoll. Ja, und dann kommen 2 neue Sachen dazu. Homeschooling während des Lockdowns und auch Homeoffice während des Lockdowns. Und das geht so ein Stück weit in die Richtung auch der Frage, die ich da gestern auch gestellt habe in der Story. Ich habe gefragt, sag mal, wenn du an deine momentane Stimmung denkst, hast du Corona im Griff oder hat Corona dich im Griff? Und ich muss sagen, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute hier sich dann trauen, natürlich auch zu sagen, dass sie das dann doch nicht ganz so gut im Griff haben, die aktuelle Situation. Und ich muss sagen, als ich mir es heute Morgen dann nochmal endgültig im Zug angeschaut habe, hier auf dem Weg nach Osnabrück,
hat es mir irgendwie, das klingt schlimm und es ist natürlich doof, dass so viele darunter leiden, aber ich erkenne mich darin selber wieder, dass ich merke, dass mein Leben sich ziemlich krass verändert hat. Also eine Vorlesung jetzt hier vor so einer kleinen Webcam zu geben im Vergleich zu einer Vorlesung drüben im Schloss, ist ein himmelweiter Unterschied. Ich weiß, es wird gleich keinen Applaus geben, die Leute gucken mich nicht an, ich sehe nicht, was passiert. Ich hoffe, dass es ankommt, aber ich weiß es nicht. Und das macht mit mir natürlich auch was. Und zu sehen, welche Persönlichkeiten zugeben, oh doch, mich nimmt es ziemlich stark mit, muss ich sagen, hat mich nicht unbedingt beruhigt, aber mir ein Gefühl gegeben, ein warmes Gefühl gegeben im Sinne von, hups, du bist doch nicht alleine. Und 56% sagen also, dass Corona mich doch ganz gut im Griff hat, also die Person jeweils. Das heißt also gerade auch Richtung Homeschooling und auch Homeoffice während des Lockdowns, da macht es wahrscheinlich schon Sinn, sich auch ein bisschen zu regulieren, sich selbst zu regulieren, einfach um zum Beispiel die Emotionen bei Laune zu halten. Welch ein Wortwitz. Wofür ist noch wichtig? Wenn ich an die Schulen gehe und die Schule ist relativ konservativ aufgebaut, dann ist es meistens erstmal ein Gymnasium und ich sage, und dann sagt der Schulleiter, ja, wir haben hier eine kleine, was weiß ich, Fortbildung oder einen pädagogischen Tag zum Thema selbstreguliertes Lernen, dann schalten 50% der Lehrkräfte erstmal kurz ab, weil die denken, wir können doch nicht den ganzen Unterricht öffnen. Und dann muss ich immer sagen, nee, Leute, selbstreguliertes Lernen ist nicht offener Unterricht. Das ist die Kompetenz, die dahinter liegt, um mit offenen Szenarien klarzukommen. Aber die Fähigkeit oder die Kompetenz des selbstregulierten Lernens ist mindestens genauso wichtig für geschlossene Lernszenarien, für eine Vorlesung zum Beispiel. Wenn die Studierenden zu Hause sich jetzt gerade nicht im Griff haben oder die Zuschauerinnen und Zuschauer und nicht die Aufmerksamkeit hier haben, sondern zum Beispiel beim Handy oder bei den Menschen, die draußen herlaufen oder bei dem Wind und schlechtem Wetter, dann lernen sie nichts. Das heißt also, auch in geschlossenen Verfahren oder Lernszenarien brauchen wir Selbstregulation. Heißt also, das ist das Erste, was man mal mitnehmen sollte, selbstreguliertes Lernen ist nicht gleich offenes Lernen oder Projektarbeit oder so. Nein, das ist eine Kompetenz, die wichtig ist, um in solchen Szenarien klarzukommen. Aber das ist eine Kompetenz, die mindestens genauso wichtig ist, eben in geschlossenen Szenarien klarzukommen. Und die ist vor allem nicht nur wichtig für die Schulzeit, sondern auch für die Zeit danach. Vor allem, weil in der Schulzeit bekommen Schülerinnen und Schüler noch ihren Stundenplan ausgehändigt, vorgefertigt, die bekommen Aufgaben portioniert und so weiter und so fort, wissen auch, wann sie durch die Lehrkräfte, wann sie Klausuren zu schreiben haben und so weiter und so fort. In der Ausbildung und im Studium hinterher ist es anders. Das heißt, spätestens da sind wir in sehr, sehr offenen Lernszenarien und müssen uns selbst organisieren. BAföG kommt dazu, die eigene Wohnung. Und wir haben natürlich auch das lebenslange Lernen, das heißt auch ältere Menschen, so wie ich zum Beispiel oder auch andere ältere Menschen, müssen nochmal lernen. Manche machen es freiwillig, lernen nochmal eine Sprache oder irgendeine Sportart und andere müssen auf einmal digital unterrichten, obwohl sie damit irgendwie nie was am Hut hatten. Also das wieder ein Zeichen für selbstreguliertes Lernen. Es macht schon Sinn, sich ein paar Gedanken darüber zu machen. Jetzt wissen wir grob, was es ist, aber hier sieht man das nochmal theoretisch ganz gut dargestellt. Beate Schreiber hat das mal in dieses Modell gebaut. Und Sie sehen, das sind zwei verschiedene Arten von Strategien, die wir hier kombinieren. Wir haben einmal in dem größeren Kasten hier oben die sogenannten übergeordneten Lernstrategien. Das sind eigentlich sogenannte metakognitive Kontrollstrategien. Die kennt man auch von Albert Bandura. Das heißt, ich setze mir erstmal ein Ziel. Und wenn ich mir das Ziel gesetzt habe, dann beobachte ich mich, während ich das ausführe, was ich da mache. Ich bewerte mich und ich reagiere darauf. Das hatten wir vorhin auch schon in der Definition. Aber was machen wir da? Das sind die sogenannten, in dem kleineren Kästchen, untergeordneten Lernstrategien. Zum Beispiel, hier haben wir es eingeführt, so ein Dreischritt beim Experimentieren. Das kennen wir aus Bio, Physik oder Chemie oder so. Teilweise auch aus Erdkunde oder aus Psychologie. Das heißt, wir haben eine Hypothese. Wir überprüfen das, was wir da an Vorannahme hatten und treffen hinter eine Schlussfolgerung. Daraus kann man auch einen 5-Schritt, einen 7-Schritt machen, je nachdem, was man dazu packt. Aber das ist eine typische kognitive Lernstrategie und die kann man einfach machen. In der Schule bislang ist es meistens so, dass man das einfach macht. Es ist genauso wie ein Text lesen. Ich kann mich an einen Text ransetzen und ich lese den einfach. Ich nutze vielleicht auch die Textmarkierungsstrategie, aber ich nutze die halt einfach. Ich mache es halt einfach so, wie ich es gelernt habe. Das heißt, hier unten könnte auch so eine Textmarkierungsstrategie drinstehen. Das ist also eine kognitive, untergeordnete Lernstrategie. Das Besondere beim selbstregulierten Lernen ist, dass diese normalen Strategien hier unten kombiniert werden mit diesen übergeordneten Strategien. Das heißt, ich mache nicht einfach nur das Experiment oder ich lese nicht nur einfach den Text, sondern am Anfang setze ich mir immer erstmal ein Ziel. Das heißt, ich setze mir zum Beispiel das Ziel, so, ich möchte jetzt was herausfinden bei diesem Experiment, zum Beispiel, wie groß der Krater ist, wenn ein Meteorit aus Höhe mit der und der Geschwindigkeit und so weiter auf die Erde kommt. Und ich möchte das sehr gut organisiert machen, sehr strukturiert durchführen. Das könnten so Ziele sein am Anfang. Dann fängt derjenige an, das zu machen und beobachtet sich eben währenddessen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Schaffe ich das zeitlich? Lege ich die einzelnen Strategieschritte richtig nacheinander? Ich bewerte das und wenn ich merke, ich mache einen Fehler,
Ja, ich bin zum Beispiel nicht strukturiert genug beim Experiment. Ich manipuliere zu viele Variablen beispielsweise. Oder beim Textlesen markiere ich zu viel, dann reagiere ich darauf. Das ist dann Schritt 4 hier oben. Ich reagiere dann darauf und ich radiere zum Beispiel ein bisschen was weg aus dem Text, wenn ich einen Bleistift benutzt habe. Ja? Das heißt also, selbstreguliertes Lernen ist eine Kombination aus übergeordneten Lernstrategien und untergeordneten. Schule heute macht meistens das hier unten. Das klappt auch. Noch ein bisschen besser ist es, wenn wir diese Strategien da oben drüber, diese übergeordneten, ein bisschen mit dabei packen. Wie man das macht, das zeige ich Ihnen im weiteren Verlauf dieser Vorlesung. Ja, das ist unglaublich einfach eigentlich. Einige von Ihnen kennen diese Abbildung schon. Sie sehen hier verschiedene Elemente unseres Trainings. Also wir haben vor 10 Jahren, 11 Jahren angefangen, ein Training zu entwickeln, waren damit inzwischen Oktilliarden Mal in der Schule und haben das evaluiert und vor allem natürlich auch durchgeführt und haben das immer überprüft auf, wie gut ist es durchführbar, also die Praktikabilität oder Usability, wie man gerne auch sagt. Dann Lernerfolg, also was lernen die Kinder, was nehmen die mit nach so einem halben Jahr Training? Und wir achten immer auf Transfer, also inwiefern transferieren Kinder solche Strategien auch in andere Lernszenarien. Und dieses Training ist wie folgt aufgebaut. Sie sehen hier in der Mitte zwei Jungs, die da experimentieren. Sie sehen zum Beispiel einen Jungen hier auf dem Tisch stehen, der hat zwei Papierflieger in der Hand. Und ein Experiment zeichnet sich dadurch aus, dass nur eine Variable manipuliert wird. Alles andere wird konstant gehalten. Konstant bedeutet Abflug, Höhe, Geschwindigkeit, wie der Wind weht. Und eine Variable ist verändert, das ist die Form oder die Art des Papierfliegers. Und jetzt ist die Frage, wie weit gleitet dieser Papierflieger? Und das könnte man untersuchen. Das heißt also, bei dem Experimentieren selber muss man sehr strukturiert vorgehen. Das kann man hervorragend regulieren. Und Sie sehen auch, da ist etwas sehr Fachwissenschaftliches dabei. Also was Typisches für die Naturwissenschaften, das Experimentieren. Was wir hier auch so nicht machen, ist Stricken ohne Wolle. Das heißt, wir bringen nicht nur Selbstregulation bei ohne Fachinhalte. Und hier kommt die besondere Rolle eben der Fachinhalte. Darüber haben wir schon viel diskutiert in der Vorlesung. Wir brauchen die hier unbedingt. Ohne Fachwissen und ohne fachwissenschaftliche Inhalte kann man das nicht richtig beibringen. Sie sehen dann oben links eine Schülerin, die liest. Und da haben wir extra von dem Illustrator das hier so machen lassen, dass da alles gelb markiert ist als Zeichen dafür. Auch das kann man regulieren. Man kann mit guter Qualität einen Text markieren. Und wenn man das mit guter Qualität macht, das Markieren, dann lernt man auch erfolgreicher. Die drei Jungs hier oben, da sind Tränen, die da fließen. Der eine scheint ein bisschen aggressiv. Emotionsregulation, das ist ein Teil dieses Trainings. Das heißt, wir bringen Kindern bei, wenn die mal nicht ganz so gut drauf sind, zum Beispiel nach einer Gruppenarbeit, die nicht gut funktioniert hat, oder inzwischen auch, das ist jetzt neu, wenn man mal auf Nachrichten keine Antworten bekommt, auf dem Smartphone zum Beispiel. Man schickt eine Antwort, man kriegt nichts zurück und derjenige meldet sich nicht oder diejenige und man macht sich langsam Sorgen, habe ich irgendwas falsch gemacht, bin ich unbeliebt und so weiter und so fort. Dann kann man zum Beispiel die sogenannte Reframing-Strategie anwenden und sowas bringen wir bei, also so eine Neubewertung, so von wegen so, es kann an mir liegen, ja, aber es ist unwahrscheinlich, weil es noch nie passiert. Vielleicht liegt es einfach daran, dass Person X gerade beim Abendessen sitzt und in der letzten Zeit ja sowieso darauf achten wollte, das Smartphone nicht so viel zu nutzen. Das heißt, also Emotionsregulation, ein wichtiger Teil inzwischen dieses Trainings. Links unten in der Ecke, Schülerin, Handy in der Hand, Kaugummi in der Hand, Füße auf dem Tisch, kein Bock, kein Interesse. Ich sehe den Sinn darin nicht, ich will nicht, ich bin abgelenkt. Das heißt also Motivationsregulation. Die Motivation kann nicht nur von der Lehrkraft verändert werden und unterstützt werden, sondern wir sollten den Kindern und auch Jugendlichen und auch uns selbst beibringen, die eigene Motivation im Griff zu haben. Dazu gehört zum Beispiel auch der Umgang mit Ablenkern, ja, dem Smartphone zum Beispiel oder dem Kaugummi. Rechts unten in der Ecke eine Schülerin oder ein Schüler, ich weiß gar nicht, ich würde sagen Schülerin, aber es könnte auch ein Schüler sein, arbeitet mit Post-its und mit so einem Terminplan und hat das Handy in der Hand, ne, da sieht man Dienstag 12.04 drauf und so. Das ist Zeitmanagement. Das heißt also, in diesem Training bringen wir auch bei, Dinge zu planen, Zeit einzuteilen und so weiter und so fort. Zum Beispiel Puffer einzuplanen, so Zeitplan, ganz wichtig, mit einem Puffer zu arbeiten. Dann das mit dem Pfeil und dem Fadenkreuz hier, der Junge, der setzt sich Ziele. Wie setzt man sich richtig Ziele? Wie macht man es vielleicht nicht richtig? Wie wichtig sind Ziele, die zu einem passen? Die Schülerin mit dem Spiegel in der Hand, hier in der Mitte, Metakognition, also das Wissen über das eigene Wissen, das Wissen über das eigene Handeln. Wer bin ich? Was kann ich? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Warum habe ich diese Schwäche? Muss ich diese Schwäche ausmerzen oder komme ich damit klar? Wenn ich damit nicht klarkomme, was kann ich machen? Die Stärken, die ich habe, wie kann ich die einbringen? In der Schule, im Hobby, in der Familie? Was möchte ich damit erreichen? Und so weiter und so fort. Ganz wichtig, hier oben rechts in der Ecke bei der Lehrkraft steht eine Schülerin und da ist eine durchsichtige Tafel und die Schülerin erklärt der Lehrkraft, was sie da gemacht hat. Das heißt, der Fokus beim selbstregulierten Lernen liegt eher auf dem Prozess des Lernens als auf dem Produkt. Produkt wäre sowas wie eine Klausur zum Beispiel. Aber wir wollen mehr auf den Prozess schauen. Weil wenn doch Menschen in der Lage sind, ihre Lernprozesse und Denkprozesse gut zu steuern, dann ist das Produkt doch hinterher am Ende eh gut.
Die Klausur wird wahrscheinlich ziemlich gut, wenn der Prozess vorher sehr, sehr gut war, reguliert ist und sehr bewusst gesteuert wurde und da halt einfach gut verlaufen ist. Ne? Das ist doch wohl, denke ich, ganz klar. Wenn in der Getränkeindustrie, dieses Beispiel kommt demnächst irgendwann noch, wenn es um pädagogische Diagnostik geht, wenn in der Getränkeindustrie Flaschen abgefüllt werden und am Ende der Produktionskette eine Flasche gefüllt ist, die ist sauber, die ist auch richtig abgefüllt, der Deckel ist richtig drauf und die Flasche ist auch hinter in der Kiste, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass der Prozess gut war. Wenn ich jetzt kleinschrittig während des Prozesses immer die Qualität prüfe und ich weiß, der Prozess war überall korrekt und überall richtig gut, dann weiß ich automatisch auch, dass das Produkt gut wird. Und beim Lernen können wir es uns so merken, wenn wir in der Lage sind, unsere Prozesse, unsere Lernprozesse gut zu steuern, dann profitieren wir davon ja wesentlich mehr, als wenn wir nur auf das Produkt achten, weil wir, wenn wir gut den Prozess steuern können, das in jedem Fach machen können und vielleicht sogar auch im Hobby, vielleicht sogar zu Hause im Privatleben. Das heißt also, größerer Fokus auf dem Lernprozess im Vergleich zu. Dem Illustrator haben wir damals selbst auch gesagt, guck mal, mach uns mal so Symbole an die Wand. Warum? Das erfahren Sie gleich, das sage ich noch nicht. Warum brauchen wir solche Symbole unbedingt, auch hier vorne an der Tafel? Und wir sehen hier ein großes Fenster und die Tür ist offen. Wir brauchen Transparenz. Transparenz ist ungemein wichtig, um ein solch komplexes Konzept in den Schulalltag zu bekommen. Warum das genauso ist und warum Transparenz dabei ist, das werden Sie in der allerletzten Vorlesung hier erfahren. Denn da geht es darum, Innovation in die Schule zu bekommen. Ich sage Ihnen jetzt schon so viel, das werden Sie auch nachher nochmal in dem einen oder anderen Video hier in der heutigen Vorlesung sehen. Transparenz, ultra wichtig. Ich zeige Ihnen jetzt ein Video und das fasst einmal ganz kurz zusammen, was das selbstregulierte Lernen ist. Das ist ein kurzes Video von 2,5 oder 3 Minuten und danach machen wir einfach weiter. Wollen Sie schnell, effizient und erfolgreich lernen, so sollten Sie in bestimmten Situationen Lernstrategien einsetzen, so wie das Nora gerade macht. Viele Studien zeigen, dass es gut ist, sich Gedanken über das eigene Lernen zu machen, und zwar jedes Mal, wenn Sie lernen. Sie sollten damit beginnen, sich zu anfangen, ein paar Fragen zu stellen und sich entsprechende Antworten dazu auszudenken. Was ist mein heutiges Ziel und wann will ich es eigentlich erreicht haben? Wann möchte ich Pausen machen? Habe ich alles, das mich beim Lernen negativ ablenken könnte, im Griff? Mein Handy, meine Mitbewohner oder meinen Durst? Und was weiß ich eigentlich schon über das, was ich lernen will? Sie nehmen also eine Art Metaebene ein und beobachten sich beim Lernen aus einer Vogelperspektive. Dies tun Sie auch, wenn Sie dann angefangen haben zu lernen. Immer mal wieder fragen Sie sich, mache ich gerade alles richtig? Bin ich auf einem guten Weg in Richtung meines heutigen Ziels? Wenn Sie merken, dass dies nicht der Fall ist, dann reagieren Sie. Sie verändern zum Beispiel Ihre Arbeitsgeschwindigkeit, motivieren sich noch einmal, verbessern Ihre Stimmung oder verändern Ihr Ziel, falls Sie merken, dass es unrealistisch ist, dieses zu erreichen. Wichtig ist, dass Sie Ihr Ziel am Ende des Lernens erreicht haben. Warum? Na, weil es Spaß macht, erfolgreich zu sein. Wenn Sie mit dem Lernen fertig sind, weil Sie zum Beispiel Ihr Ziel erreicht haben oder die Zeit rum ist und Sie einen wichtigen Termin haben, so sollten Sie nicht einfach aufhören und abhauen. Nehmen Sie sich nochmal 2 Minuten Zeit und denken Sie darüber nach, was Sie geschafft haben. Richtig gut ist es, wenn Sie sich für die nächste Lerneinheit, die vielleicht am nächsten Morgen stattfinden soll, schon einmal aufschreiben, womit Sie anfangen wollen und was Sie erreichen möchten. So kann Ihr Kopf heute besser abschalten und Sie finden morgen schneller wieder Ihren Rhythmus. Sie sehen also, die guten Lernenden haben ein Repertoire an vielen verschiedenen Lernstrategien. Jetzt kommt es darauf an zu erkennen, wann Sie welche dieser Strategien einsetzen müssen. Genau das wollen wir Ihnen bei StudiPort beibringen. Viel Spaß dabei. Ja genau, viel Spaß dabei. Das Problem ist ja, dieses Angebot gibt es noch nicht. Und wenn Sie genau hingeguckt haben, dann sah ich dann noch ein bisschen anders aus. Da ist das Video wurde schon vor einer gewissen Zeit produziert, aber leider sind die Programmierer noch nicht weit genug mit diesem Angebot. Denn da soll ein Angebot für Studierende entstehen, die dann eben das beigebracht bekommen. Dieses selbstregulierte Lernen. Also was hat er da im Video erzählt? Es gibt ein Repertoire an verschiedenen Lernstrategien und wir müssen halt herausfinden, wann wir welche Lernstrategie brauchen. Und eine der wichtigsten Lernstrategien ist eben die metakognitive Lernstrategie. Oder die Metacognitive Skills. Es gibt so ganz viele verschiedene Synonyme. Wir sprechen auch von Metakognition oder metakognitiven Denkprozessen. Das ist nicht so ganz einheitlich definiert. Und die Aufgabe der metakognitiven Lernstrategien ist es eben die Qualität der Ausführung der normalen. Man könnte auch sagen, kognitiven oder auch teilweise motivationalen oder emotionalen Lernstrategien zu erhöhen. Das heißt also, Metakognition ist dazu da, dass andere
besser zu machen. Und es gibt dann auch andere Stützstrategien, von denen Sie gerade in diesem Video gehört haben. Das heißt, das sind sogenannte indirekte Strategien, die lernen wir in der nächsten Woche noch kennen, zum Beispiel Umweltmanagement. Und die sorgen also auch dafür, dass das Ganze drumherum einfach ein bisschen sanfter und besser abläuft, mit einer besseren Qualität und das dann auch erfolgreicher gelernt wird. Ich habe jetzt viel vom Prozess des Lernens gesprochen und Sie sehen hier das Modell von Schmitz, das ist ein ähnliches Modell wie das von Zimmerman und Sie sehen, dass wir eigentlich drei kleine Steps hier haben während des Lernens. Wir haben eine sogenannte präaktionale Phase, diese präaktionale Phase bedeutet also, wir haben die vor dem Lernen und in dieser präaktionalen Phase denken wir über so ein paar Sachen nach, zum Beispiel über die Motivation oder über die Selbstwirksamkeit. Die Frage also, kann ich das? Kann ich mit dem, was ich kann, diese Aufgabe lösen? Oder wenn es in Richtung Energie und Emotionen geht, ja, also wie bin ich drauf? Bin ich gut genug drauf, sodass ich das hier gleich bewältigen kann? Oder muss ich vielleicht erstmal dafür sorgen, dass ich entweder ein bisschen Empathie bekomme von mir selbst, weil ich nicht so gut drauf bin oder weil ich irgendwie traurig bin oder irgendwie das Gefühl habe, ich bin gerade nicht beliebt oder wie auch immer, brauche ich ein bisschen bessere Stimmung. Muss ich vielleicht noch was essen, was trinken? Also in diese ganze Richtung geht das. Ich setze Ziele und ich plane mein Lernen. Ja, das ist die Aufgabe, die ich dann in dieser Phase habe. In der aktionalen Phase, das ist die Phase während des Lernens. Während des Lernens gucke ich also mir die Qualität des Lernens an. Ich schaue mir an, welche Lernstrategien nutze ich da. Und ich mache Self-Monitoring natürlich. Ich schaue also, wie gut ich die beobachte oder wie gut ich die ausführe. Das ist Self-Monitoring, also ich bin aus in dieser Vogelperspektive. Und volitionale Strategien heißt, wie kriege ich es hin, dran zu bleiben? Also Anfang ist ja das eine, aber dann dranbleiben, also persistent sein, ja, Persistenz zeigen, dranbleiben, ganz entscheidend. Und ich gucke mir zum Beispiel natürlich auch die Zeit an, also die Lernqualität, dann auch in diesem Fall die Zeit, also wie schnell schaffe ich das eigentlich, wie haue ich das alles hin? Und neben der aktionalen Phase, die währenddessen ist, haben wir also auch die Phase danach, die sogenannte postaktionale Phase. Und da geht es vor allem um Selbstreflexion. Reflexion ist ungemein wichtig, das werden wir gleich sehen in einem weiteren Video. Und da geht es also darum, wie ist das Lernergebnis? Von der Qualität her, von der Quantität her, habe ich alles das geschafft, was ich schaffen wollte? Habe ich es so geschafft, wie ich es schaffen wollte? Also mit der Qualität. Bin ich zufrieden damit? Welche Emotionen gehen damit einher? Und das sollten wir auch in der Schule viel häufiger machen, oder? Danach fragen, hat es Spaß gemacht? Hast du einen Sinn darin erkannt? Und so weiter und so fort. Und diese postaktionale Phase ist natürlich vor allem deswegen wichtig, weil der Fall geht auch wieder hoch zur präaktionalen Phase. Das heißt, das, was ich am Ende herausfinde über meinen Lernprozess, kann ich ja einfließen lassen in das, was kommt. Also wenn ich nicht zufrieden bin, was möchte ich beim nächsten Mal anders machen? Oder womit bin ich zufrieden? Was soll beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder so laufen, damit es nicht erfolgreich läuft? Für die, die sich die Präsentation gerne auch als PDF angucken, ich habe hier nochmal eine etwas komplexere Abbildung reingepackt. Die werden wir jetzt hier in der Vorlesung nicht besprechen. Die können Sie sich bei Interesse dann anschauen, wenn die Präsentation nächste Woche hochgeladen wird. Dazu passt direkt die Aufgabe für die Studierenden der UOS. Das wird so ein bisschen inhaltlicher. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal so den optimalen Lernprozess skizzieren, und zwar im Sinne des selbstregulierten Lernens, am Beispiel einer freien Lernzeit an einem Ganztagsgymnasium. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Lehrkraft an so einem Ganztagsgymnasium, beziehungsweise Sie stellen sich einfach nur vor, da gibt es Schülerinnen und Schüler, ist ja meistens so, 5. Klasse, also knapp 10, 11 Jahre alt. Das heißt, es ist für die Grundschullehramt studieren, genauso wie auch die Leute für weiterführende Schule oder die das für Gymnasium oder für Hauptoberschule und so weiter und so fort studieren, gleich interessant vom Alter her. Und Sie dürfen da träumen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben so eine Lernzeit, so eine freie oder individuelle Wahlarbeit oder Lernbüro, wie man das auch immer nennen möchte an den jeweiligen Schulen. Ich habe es jetzt einfach mal Lernzeit genannt. Und die können sich ein Thema aussuchen. Die haben also hinten in der Klasse irgendwie so Themen Boxen, da können sie sich irgendwie ein Thema raussuchen, vielleicht wollen die ein Thema fortführen, was sie im Unterricht behandelt haben. Und dann erzählen sie mal, wie sollte dann dieser Lernprozess am besten aussehen? Was machen die vorher, währenddessen und so weiter und so fort? Maximal 250 Wörter, so wie immer oder ungefähr. Eine Woche Zeit, ich bin gespannt, was sie da so für Träume haben. Denn wenn sie das, also sie sollen träumen. Hauen sie raus, wie wäre es am optimalsten? So wird es wahrscheinlich nie laufen, aber wie wäre es am optimalsten? Das ist die kleine Aufgabe. Jetzt habe ich gerade davon gesprochen, dass die Reflexion wichtig ist. Warum ist die Reflexion wichtig? Weil die den Übergang auch markiert von Ende eines Lernprozesses hin zu einem neuen Lernprozess. Und vor einiger Zeit haben wir auch im Rahmen dieses Projekts, von dem ich da gerade gesprochen habe, wovon auch das erste Video war, eine kleine Gesprächsrunde gehabt mit einem Abiturienten, mit einer Studentin, die kurz vor Ende des Masters war, und einem Professor. Das war mein damaliger Chef, bevor ich hier nach Osnabrück gekommen bin. Und wir haben über Reflexionen gesprochen. Und ich habe das Video mal neu geschnitten hier für unsere Vorlesung. Und ich finde es ganz spannend, weil es nochmal so ein bisschen andere Einblicke reinbringt. Und Sie hören jetzt gleich da einen Kognitionspsychologen sprechen, der den Lehrstuhl für Lernforschung innehat.
Der geht also noch etwas psychologischer ran, als ich das machen würde, aber es ist sehr, sehr spannend und wir müssen so ein bisschen natürlich dafür sorgen, dass wir das auch in die Schulpraxis bekommen. Aber er ist Lehr-Lern-Forscher, hat sehr, sehr viele Projekte in diesem Bereich und deswegen werden wir das ziemlich gut können. Und ich werde dann auch noch den Schüler dazu befragen und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Das dauert jetzt ein paar Minuten und danach machen wir weiter. Was ist eigentlich Reflexion? Ist das ein Teil von Metakognition oder spielt Metakognition eine große Rolle? Vielleicht könntest du einmal den Zuschauern erklären, was Reflexion überhaupt ist und warum Reflexion beim Lernen eine besondere Rolle spielen kann oder sollte. Also Reflexion ist ein Teil der Metakognition. Metakognition ist ja das Denken über das Denken, logischerweise. Und Reflexion ist nichts anderes als ein strukturiertes Nachdenken. Ein strukturiertes Nachdenken im Nachgang zu einem Ereignis, zu einem Prozess, zum Beispiel zu einem Lernprozess. Ich versuche herauszufinden durch Nachdenken, was ist passiert und wie ist es vor allen Dingen auch passiert. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Um darauf basierend mir Gedanken zu machen, was kann ich beim nächsten Mal wieder genauso machen, damit es wieder gut passiert. Oder was kann ich beim nächsten Mal anders machen, damit es nicht wieder an der Stelle schlecht passiert. Also insofern ist eine Reflexion schon ein darüber nachdenken, was in der letzten oder wie ich gerade vorgegangen bin, wie ich es gemacht habe, wie ich gelernt habe, wie ich mich strukturiert habe, mit dem Ziel, den nächsten Lernprozess wieder mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser zu machen. Und du würdest sagen, dass wenn Menschen reflektieren am Ende des Lernens und auch vielleicht währenddessen, dass das Lernen dann erfolgreicher verläuft, also nachhaltiger wird? Wenn sie das gut machen, ja. Weil es geht ja, also man könnte sich überlegen, wieso soll ich überhaupt reflektieren? Das kostet ja auch Zeit. Man muss sich die Zeit dafür nehmen, die Ruhe, die Konzentration, das muss man erstmal rein investieren. Könnte man die Zeit nicht besser nutzen, um den konkreten Lerngegenstand sich anzueignen, da reinzulernen oder Ähnliches? Der Gedanke ist, sich Zeit zu nehmen, ist ja schon wichtig beim Lernen, aber noch wichtiger ist, die Zeit auch tatsächlich sinnvoll einzusetzen und gut einzusetzen. Und die Reflexion hilft dabei, den nächsten Lernprozess, der ansteht, mindestens genauso gut oder besser zu machen. Also die Zeit, die ich dort rein investiere, besser zu nutzen. Und insofern ist es am Ende sogar eine zeitsparende Methode, weil ich dann nicht so viel Zeit beim nächsten Lernprozess hinein investieren muss, wenn ich das erst einmal richtig gut gemacht habe. Wenn wir also sagen, dass Reflexion gut ist und dazu führt, dass das Lernen erfolgreicher wird und vielleicht sogar auch irgendwie effizienter, ist die Frage, wie kann man das trainieren? Und kann man das überhaupt trainieren? Oder ist das eine Sache, die jeder kann und drauf hat und einfach nur gemacht werden muss? Also kann man Reflexion trainieren und wie sähe so ein Training dafür aus? Reflexion kann man immer trainieren, auf alle Fälle. Es ist ein Denkprozess, ein strukturierter Denkprozess und diese Struktur kann man vorgeben. Und je häufiger man genau diese Struktur angewandt hat, auf je mehr Situationen, je häufiger man das gemacht hat, desto besser ist es eingeschliffen sozusagen, desto automatischer passiert es, desto weniger anstrengend ist es auch. Und insofern kann man das ganz einfach trainieren. Immer dieselben Leitfragen sich vornehmen zu beantworten auf einen konkreten Prozess. Was habe ich gemacht? Wie habe ich es gemacht? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Welche Ergebnisse habe ich erzielt? Welche Ergebnisse habe ich nicht erzielt? Was lerne ich daraus für das nächste Mal? Diese Leitfragen immer wieder durchgehen und je häufiger ich das mache, desto einfacher passiert das. Und gibt es irgendwelche Voraussetzungen? Ich erinnere mich daran, dass Lehrkräfte häufig bei unseren Trainings sagen, wäre das nicht sinnvoller, aus der 5. Jahrgangsstufe wegzugehen in spätere Jahrgänge, weil die Kinder das in jungen Jahrgängen noch nicht können. Also gibt es irgendwelche Effekte von Alter drauf oder braucht man eine gewisse Intelligenz oder so oder irgendwelche anderen Vorerfahrungen oder eine gewisse Menge an Vorwissen, damit Reflexion gut klappen kann? Oder was sind generelle Voraussetzungen dafür? Die Voraussetzung ist natürlich, dass man zu Metakognition, wozu die Reflexion gehört, dazu fähig ist. Entwicklungspsychologische Studien zeigen, dass Kinder da schon recht früh metakognitive Fähigkeiten besitzen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt diese sehr strukturierte Reflexion, aber Anfänge von metakognitiven Fähigkeiten sind auch schon im Säuglingsalter erkennbar.
Insofern setzt man nicht zu früh an in der 5. Klasse, wenn man sagt, man möchte die Metakognition trainieren. Man muss natürlich gucken, dass man die Schülerinnen und Schüler an der Stelle noch nicht überfordert. Perfekte metakognitiv gesteuerte Lerner sind die 5-Klässler noch nicht, das ist klar. Aber deshalb ist das auch der richtige Zeitpunkt, da anzufangen, das zu erlernen, weil je später ich anfange, solche selbstregulativen, metakognitiven Strategien und Fertigkeiten zu trainieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Lerner, der Student, der Schüler sich schon bestimmte Verhaltensweisen womöglich angewöhnt hat, die aber nicht optimal sind. Und dann muss ich, wenn ich dann erst anfange, dann muss ich diese noch nicht oder nicht optimalen Gewohnheiten erstmal wieder zurückfahren und durch die besseren Gewohnheiten ersetzen. In der 4., 5. Klasse sind wir genau am richtigen Zeitpunkt anzufangen, die richtigen metakognitiven Gewohnheiten schon mal anzutrainieren. Das können die noch nicht perfekt nach einem halben Jahr, aber die sind dann schon aufs richtige Gleis gesetzt und dann haben sie ja noch das ganze Lernerleben Zeit, das zu perfektionieren, zu schleifen, auch zu automatisieren und automatisch zu machen. Welche Rolle hat das in deiner Schulzeit gespielt? Und hast du das Gefühl, dass Lehrkräfte das bei dir unterstützt haben? Oder hast du es sowieso automatisch gemacht, darüber nachzudenken, wie das Lernen gelaufen ist und wie, was du gut kannst und was du vielleicht nicht so gut kannst? Was würdest du sagen? Welche Rolle hat Reflexion in deinen 13 Jahren Schulzeit gespielt? Also ich glaube, dass zum Schluss habe ich immer mehr reflektiert natürlich, weil es dann auch wichtiger wurde. Aber ich glaube, ich habe also meine Strategie war meistens das Ganze von mir wegzuhalten eher und das zu vermeiden, da was zu verändern in meinem Lernverhalten. Aber ich glaube, ich habe das nicht so bewusst gemacht zum Schluss, sondern eher halt, das ist halt so gekommen. Halt, ich habe darüber nachgedacht, warum kann ich das nicht, was ich gerade eigentlich können möchte. Und so hat sich das dann irgendwann verbessert. Mhm. Aber nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und darüber nachgedacht habe, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Darf ich auf eine Sache eingehen, die ich interessant fand? Ja, wenn das noch. Gerne. Weil du gesagt hast, am Anfang die Reflexion, das war sowas, was ist, wenn, dann ist es automatisch gekommen, nämlich wenn ich beim Lernen auf irgendein Problem gestoßen bin. Und das ist sowas Typisches, dass man sozusagen dieses Metakognitive immer erst feststellt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und dann erst das Metakognitive anstößt und sagt, oh, jetzt muss ich irgendwie was ändern. Und das Wichtige an der Reflexion ist aber, dass man das unabhängig von einem Misslingen durchführt, sondern vor allen Dingen auch im Erfolgsfall durchführt. Dass man sich vielleicht auch mal vor Augen führt durch die Reflexion, hey, es ist total gut gelaufen und ich habe jetzt in einer halben Stunde das geschafft, wo ich gedacht hätte, ich hätte 2 Stunden für gebraucht und ich habe es richtig begriffen. Wieso habe ich es eigentlich begriffen, was ich da gelernt habe? Was habe ich heute eigentlich so gut gemacht? Dass man sich auch diese Erfolgserlebnisse durch Reflexion auch wieder mal bewusst macht und nicht immer nur durch die Metakognition feststellt, oh, hat nicht funktioniert, ich habe es nicht begriffen, hat zu lange gedauert, ich werde nicht fertig, ach, so ein Ärger aber auch. Ne? Weil Metakognition auch dafür da ist und Reflexion vor allen Dingen auch dafür. Und deshalb ist es so wichtig, wo wir vorhin stehen geblieben sind, auch in der 5. Klasse schon damit anzufangen, das einzutrainieren, dass das einfach dazugehört zu jedem Lernprozess und nicht nur zu einem Lernprozess, der droht, in die falsche Richtung zu laufen oder zu scheitern oder bereits gescheitert ist. Das heißt also, Reflexion ist durchaus wichtig und es scheint auch wichtig, das zu unterstützen. Das sagt der Joachim Wirth. Und ich habe heute Morgen eine ganz spannende Nachricht bekommen von einem Freund, mit dem ich studiert habe. Und ich darf diese Nachricht verwenden, auch ich habe es anonym gemacht, natürlich trotzdem. Aber er schrieb heute Morgen, als er mitbekommen hat, dass es dieses Thema geben wird, sagt der Professor Schäbner, was ist eigentlich die Basis deiner Vorträge? Dieses Thema ist so umfassend und auch individuell, beginnt bei den katastrophalen Rahmenbedingungen unserer Curricula, schulischer Ausstattung und Räume und geht über die Lehrkräfte bis in die Familien. Ich würde mir das fast gerne mal anhören, ja, ist ja schön. Sehe aber hinter den Klausurbergen keinen Bildschirm. Smiley. Mit Basis meine ich empirische Studien oder wie kommst du auf Inhalte? Wie gesagt, das ist ultrakomplex. Aber das, worüber wir hier sprechen beim selbstregelten Lernen, das ist heute alles evidenzbasiert. Das heißt also, wenn ich gleich Ergebnisse vorstelle und Material präsentiere, dann sind das evaluierte Dinge. Wir haben also Studien durchgeführt, unter anderem auch mit Joachim Wirth, den man gerade gesehen hat.
Das heißt also, die Aussagen, die er trifft, die beruhen auf Evidenzen. Das ist ganz wichtig, damit Sie also nicht denken, das ist hier pädagogische Folklore im Sinne von, man redet halt einfach, was man so denkt. Nein, das ist also entsprechend evidenzbasiert. Das heißt, da liegt Forschung zugrunde, zum einen aus dem Labor, aber eben auch aus dem Schulalltag. Und ich fand die Frage ganz passend und deswegen also für alle, die hier zuschauen, das, was jetzt auch im Folgenden kommt, wenn es darum geht, wie fördert man das eigentlich? Das ist also entsprechend evidenzbasiert. Ich habe gestern bei Instagram gefragt, bist du eher gut im selbstregulierten Lernen und Arbeiten oder eher so nicht so? Und ich fand es überraschend. Wow, ziemlich viele, die sich gut einschätzen. Also 57% sagen, ja, Sigi, kann ich, läuft. Und 43% sagen, nee, eher nicht so. Und wer kann es eigentlich und wer kann es nicht? Das ist die große Frage. Und wenn man Lehrkräfte fragt, wer ist denn gut im selbstregulierten Lernen, dann sagen die meistens, die eh gut sind. Das heißt, die gute Noten schreiben, die sind eh gut. Und es gibt natürlich auch Effekte von sozioökonomischem Status. Das heißt also, wenn es hinterher so um Herkunft geht und Ausstattung zu Hause, das kann Effekte haben. Und auch vom Geschlecht. Wir haben gerade eine Studie im Review, ein Kollege aus der Schweiz und ich. Und da finden wir heraus, dass Mädchen Jungen wieder abhängen beim selbstregulierten Lernen. Und beim sozioökonomischen Status haben wir vor 2-3 Jahren zeigen können in einer Veröffentlichung, dass wir in der 5. Jahrgangsstufe noch keinen großen Effekt haben des sozioökonomischen Status, das, was wir hinterher aus PISA und so kennen, der halt nun mal da ist. In der 5. Klasse scheinen alle noch relativ gleich gut sich regulieren zu können. Da haben wir noch nicht den Effekt, also dass nicht alle, dass alle gleich gut sind, das nicht, aber wir haben noch keinen Effekt des sozioökonomischen Status. Das heißt also, es scheint, so wie Joachim Wirth auch vorhin gesagt hat, erst recht ein guter Moment in der Klasse, in dem Alter, spätestens anzufangen, das selbst regulierte Lernen zu fördern, damit wir eben alle direkt gleich aufhaben und da auch gut unterstützen können. Denn die Faktoren Elternhaus und Co. kommen ja dann irgendwann noch stärker rein, als das in diesem Alter möglicherweise der Fall ist. Jetzt kommt also die Frage, wie müssen wir so etwas fördern? Jetzt kommt das, hört sich ein bisschen komisch an, denn das selbstregulierte Lernen muss fremdreguliert trainiert werden. Klingt paradox, ist aber so. Das heißt also, wir müssen es ziemlich intensiv trainieren. Charlotte Diegnert und Kolleginnen und Kollegen haben herausgefunden in Metastudien, dass die Trainings gut sind, die also ziemlich intensiv angelegt waren, also die auch länger gedauert haben. Man kann selbstreguliertes Lernen nicht mal eben innerhalb von 45 Minuten trainieren, danach kann man das ein Leben lang. Das dauert richtig lange. Man sollte möglichst früh beginnen, die können in ihren Studien eben auch zeigen, das, was Joachim Wirth zeigte, dass es in der Grundschule schon unterstützt werden kann. Man weiß auch aus der Grundschule, dass die Kinder da häufig schon im Wochenplan arbeiten. Das heißt, also da muss ja schon eine gewisse Steuerung auch da sein. Jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt, weil wir hier viel über Fachwissen diskutiert haben und man auch annehmen könnte, dass ich ein riesengroßer Verfechter von Fachwissen bin. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ich sage halt eben nur, Schule sollte nicht dazu da sein, nur Fachwissen zu vermitteln und Fachwissensvermittlung sollte nicht einfach nur um des Fachwissens vermitteln willen sein, sondern soll irgendwie noch einen anderen Sinn haben. Der Sinn könnte zum Beispiel sein, dass man damit das selbstregulierte Lernen fördert. Das ist nämlich wichtig. Wenn man das nicht macht, wenn man also keine fachlichen Inhalte damit kombiniert, dann erfolgt das nicht erfolgreich. Das heißt also, die Lernenden lernen nicht erfolgreich, wie man sich selbstreguliert steuert beim Lernen. Man sollte das in authentischen Situationen machen und natürlich nicht nur kognitive Strategien, sondern eben auch metakognitive oder auch motivationale Variablen einziehen und immer an Transfer denken. Also die Frage, was haben wir davon? Wie können Kinder das auf andere Inhalte transferieren? Jetzt machen wir das in einer Studie. Vor ungefähr 8 Jahren waren wir an 2 Schulen, 8 oder 9 Jahren, in Dortmund am Heinrich-Heine-Gymnasium und in Mettmann, das ist bei Düsseldorf, auch am Heinrich-Heine-Gymnasium. Und wir haben Kinder aufgeteilt, das war ein Experiment. Und Sie sehen jetzt hier unten auf der X-Achse 3 Messzeitpunkte, vorher, nachher und nochmal ein halbes Jahr später. Also vor dem Schuljahr, nach dem Training, das ist nach dem ersten Schulhalbjahr, also nach einem halben Jahr. Und dann haben wir Messzeitpunkt 3, das ist nochmal ein halbes Jahr später, also im Juli, am Ende des Schuljahres. Und alle Lehrkräfte, die jetzt zuschauen, die werden gleich denken so, oh jo, kenne ich, verstehe ich, jetzt sehe ich die Zahlen zu dem Gefühl vielleicht oder zu der Vermutung, die ich hatte. Auf der Y-Achse hier sehen wir das kognitive Strategiewissen, also wie gut jemand lesen kann. Ja? Und wir haben viele verschiedene Gruppen, das sehen Sie hier rechts oben. Ich mache mal den Laserpointer an, das sehen Sie hier rechts oben. Da haben wir viele verschiedene Gruppen drin liegen. Die Kinder wurden also randomisiert aufgeteilt auf verschiedene Bedingungen und haben verschieden gelernt. Immer wenn der SRL hintersteht, ist das die Premium-Gruppe. Die haben also so gelernt, wie das halt am besten war und so weiter und so fort. Also das war immer die Premium-Bedingung sozusagen.
Und dann sehen Sie hier, wir haben den Effekt des Trainings da. Das heißt also, nach einem halben Jahr Training, das waren ungefähr 15 bis 17 Wochen, ist die Gruppe am erfolgreichsten, die eben das Sachtexte lesen gelernt hat, mithilfe dieser selbstregulativen Strategien. Das heißt, die Premium-Gruppe war auch am erfolgreichsten. Die schneidet also in diesem Test hier zum kognitiven Strategiewissen am besten ab. Danach folgt die Gruppe, die nur Sachtexte lernen gelernt hat, aber ohne diese ganze Metakognition, ohne Motivationsregulation, ohne selbstregulativen Anteil quasi. Und hier unten horizontal liegen alle anderen Kontrollgruppen, was Sinn macht, weil die haben keinen Sachtexte lernen gelernt. Das Spannende ist jetzt allerdings, was kommt, und das ist irgendwo auch traurig, denn danach haben wir ein halbes Jahr nichts mehr gemacht. Die Kinder haben die Gruppen gewechselt, das heißt also die Kinder, die hier bei den Sachtexte waren am Anfang, in dem ersten halben Jahr, die haben dann experimentiert. Das heißt also, das Sachtexte lernen und auch diese ganze Selbstregulation wurde nicht mehr unterstützt. Es hat also quasi Schule normal stattgefunden danach, das nächste halbe Jahr, und ich zeige mal, was passiert ist. Das heißt also, nach einem weiteren halben Jahr normale Schule war alles wieder futsch. Man macht also Lernen, ein halbes Jahr, ziemlich intensiv, und wir haben große Effekte. Das war ein großer Erfolg dieses Trainings, das haben Sie gesehen, eindeutig. Aber dann, das nächste halbe Jahr, machen wir nichts mehr. Also es findet normaler Unterricht statt, alle Fächer, und die Kinder verlieren also wieder das Strategiewissen, können es also entsprechend nicht mehr reproduzieren. Es flaut wieder auf Ausgangsniveau ab, und das bedeutete für uns dann damals, man kann nicht mal eben hingehen, lernen machen und dann ist alles gut. Ja, das am besten noch in der 5 und dann können die ihr Leben lang selbstreguliert lernen. Man muss es offensichtlich dann doch etwas komplexer einbauen in den Schulalltag. Und wie? Eigentlich ganz einfach. Selbstreguliertes Lernen muss eigentlich so beigebracht werden wie das Fahren in der Fahrschule. Das heißt, wenn als ich damals in die Fahrschule gegangen bin, habe ich damals dem Frank, der war der Fahrlehrer, gesagt, ja, ich würde gerne fahren lernen, Führerschein machen fürs Auto. Und dann hat er nicht gesagt, ja, komm hier, hast den Schlüssel, nimm mal. Golf 4 war das damals übrigens, mein Auto. Also war nicht meins, aber damit musste ich fahren. Und dann sagt er so, ja, komm hier, dreiviertel Stunde, fahr mal, viel Spaß. Und dann kommst du nachher wieder. Hat er nicht gemacht. Der hat mich erstmal in die Theorie geholt, ich musste rechts vor links lernen, so wie alle anderen auch. Rechts vor links, warum grün, Ampel, rot und wann darf man fahren und wann nicht, wofür ist eigentlich die Gelbphase da. Man lernt also viel Theorie und dann sitzt man irgendwann neben dem Fahrlehrer oder neben der Fahrlehrerin und darf mit der Person fahren. Und die kann Tipps geben und die kann die Pedale noch mitbenutzen. Das heißt, die Person nimmt einen an die Hand, man wendet langsam an, Transfer findet statt. Mit 17 darf man inzwischen betreut fahren, das heißt, ein Elternteil sitzt zum Beispiel daneben, kann auch mal Tipps geben. Super wichtig, zeige ich Ihnen gleich, warum. Und das ist beim Lernen, muss das genauso sein. Und irgendwann mit 18 dann, oder halt auch später, wenn man halt älter ist, kann man dann hoffentlich irgendwann selbstreguliert Auto fahren, hoffentlich, und ist dann da erfolgreich unterwegs. Aber die Entwicklung dahin, die hat also langsam stattgefunden und genauso muss das selbstregulierte Lernen eigentlich beigebracht werden. Und warum ich jetzt so auf dieses betreute Fahren hinaus möchte, ich habe mal was mitgebracht, weswegen man sich das vielleicht ganz gut merken kann. Hier sehen Sie mal Unfalldelikte. Also wie groß ist das Unfallrisiko weiblicher und männlicher Fahranfänger? Das resultiert aus Studien, die damals gemacht wurden und die auch Grundlage waren dafür, ob man mit 17 fahren darf, betreut oder eben nicht. Und dieses betreute Fahren hat einen großen Erfolg mit sich gebracht, weil die Unfallzahlen so unglaublich runtergegangen sind. Was wir hier nämlich gesehen haben in dieser Studie von damals, ist ja schon ultra alt, dass gerade in dem ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren, aber vor allem in dem ersten Jahr, ein unglaublicher Abwärtstrend da ist, was Unfälle angeht. Das heißt, die meisten Unfälle, die passieren also hier in den ersten Jahren. Sie sehen das hier, das ist die Rate pro Million Kilometer. Da sind wir bei 5. Und innerhalb des ersten Jahres geht es auf fast die Hälfte zurück. Ja? Das heißt also, die Hälfte aller Unfälle, die hier bei Männern zum Beispiel aufgelistet sind, die werden nach dem ersten Jahr, finden die nicht mehr statt. Insofern, als dass das Risiko minimiert wird. Das heißt, im ersten Jahr fahren, also das Anwenden und die Praxis erleben, da macht es Sinn, nochmal Unterstützung zu geben. Abgesehen davon sieht man hier einen riesengroßen Geschlechtereffekt. Ne? Sehen Sie das, dass Männer wesentlich mehr Unfälle haben beim Autofahren als Frauen? Das heißt, beim Lernen sollte man das eigentlich genauso machen. Wir sollten zusehen, dass wir die Kinder an die Hand nehmen und die Jugendlichen und auch die Studierenden. Wenn wir denen das beibringen, können die nicht von jetzt auf gleich transferieren. Genauso wie beim Autofahren nicht, sondern langsam da entsprechend die Intensität und die Aufgaben und die Verantwortung steigern. Wir haben herausgefunden, ein halbes Jahr mal nur Lernen machen bringt nichts. Das ist alles wieder weg nach einem weiteren halben Jahr. Also müssen wir komplexer ran. Und was das Konzept jetzt sagt, ist Folgendes. Sie haben drei verschiedene Bedingungen. Sie sehen hier in der Mitte das Training. Das ist immer noch das Gleiche, was wir damals gemacht haben, weil es war ja eigentlich erfolgreich. Es besteht aus, was weiß ich, 15, 16, 17 Wochen und das ist das sogenannte Direkttraining. Hier fördern wir direkt. Zugleich haben wir aber auch den Deutschunterricht zum Beispiel oder auch anderen Fachunterricht. Wir nehmen immer erstmal Deutsch.
weil wir damals im Projekt Deutschlehrkräfte hatten ehemalige, deswegen haben wir Deutsch erstmal genommen. Und wir haben Lernzeiten, also irgendwelche offeneren Lernbedingungen an den Schulen. Und das ist die sogenannte indirekte Förderung. Und was hier stattfindet ist, wir sorgen dafür, dass die Kinder im Training zum Beispiel lernen, wie man sich Ziele setzt. Und in der Lernzeit kann die Lehrkraft oder der Elternteil, wer auch immer die Lernzeit betreut, sagen, hör mal, du hast doch in der letzten Woche gelernt, wie man sich Ziele setzt. Setze doch heute mal die Ziele, so wie du es gelernt hast. Die kann also triggern. Das heißt also, wir können das, was wir hier im Training lernen, dort anwenden. Und das können wir halt immer so zeitversetzt machen, nicht nur in der Lernzeit, sondern eben auch im Deutschunterricht. Und da verwendet man sogenannte Anker. Die Anker werden Sie gleich noch kennenlernen. Das heißt, wir versuchen, dass die Kinder es irgendwo zentral lernen. Und der andere Unterricht, die anderen Lernmöglichkeiten, die müssen sich anpassen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit eben größer, dass das nicht nur angewandt wird, sondern dass es sich auch entsprechend automatisiert, dass es selbstverständlich wird und so weiter und so fort. So sieht das Konzept aus. Wir haben ein direktes Training und wir haben indirekte Trainingsmaßnahmen. Der Deutschunterricht wird ganz leicht verändert. Es werden Symbole aufgenommen, die Fragen werden anders gestellt. Oder die Lehrkraft sagt einfach nur, hör mal, das hast du doch vor ein paar Tagen gelernt im Training. Wende das doch jetzt hier mal an. Du kriegst die Möglichkeit, das hier anzuwenden. Ja? Der Rahmen wird zur Verfügung gestellt. Das ist also eine indirekte Förderung. Kommen wir gleich nochmal zu. Es kommen ein paar Fragen in den Chat. Ich nehme die mal eben auf, bevor ich auf die nächste Folie gehe. Clara Sophie sagt, es wird von der 4. und 5. Klassenstufe gesprochen. Aber wie kann die Lehre des selbstregulierten Lernens in den unteren 1., 2., 3. aussehen? Ist das sinnvoll oder wo sollte der Fokus in Bezug darauf liegen? Was Joachim Wirth ja vorhin auch sagte, ist, es müssen natürlich entsprechende kognitive Strukturen da sein. Sie kennen das vielleicht von Piaget. Piaget sagt ja irgendwie so, ab 11, 12, 13 kann man relativ abstrakt über abstrakte Sachen gut nachdenken. Und das ist auch der Grund, warum Lehrkräfte häufig sagen, geht doch lieber in die 6, 7, 8, 9, da können es doch besser als in der 5. Ja, aber man kann es schon ein bisschen unterstützen. Und natürlich kann man das auch schon wesentlich eher machen. Man kann das auch wahrscheinlich schon in Klasse 1 und 2 und 3 machen, indem man halt einfach Kinder so ein bisschen bewusst dafür macht. Und man kann denen ja schon Fragen stellen. Bist du zufrieden? War es gut? Und vielleicht kann man sogar auch die Frage stellen, warum war es gut? Also wir werden nicht davon ausgehen können, dass sie sich ultra gut strukturieren können. Aber man kann doch trotzdem fragen, wie es denen geht. Und wir erreichen damit also so ein kleines bisschen Metaebene einzunehmen, vielleicht auch mit sich zufriedener zu sein, vielleicht auch einfach mit einem Erfolg nach Hause zu gehen, dem da entsprechend also bewusster unterwegs sein. Denn das merken wir doch auch im Studium noch ganz häufig, dass Studierende häufig gar nicht so richtig gut wissen, wann war was gut. Oder wenn sie Erfolg hatten, dass sie es selbst wertschätzen können. Und dass sie auch darauf stolz sind. Das liegt meistens daran, dass man das nicht so richtig gelernt hat, mit Erfolg umzugehen, sich dessen auch bewusst zu sein, was ich kann, was ich nicht kann. Gut, sonst keine weiteren Fragen, nur formale, deswegen können wir weitermachen. Und unser Training sieht dann eben so aus, Sie sehen das hier unten in der unteren Leiste, wir haben das sogenannte direkte Training, hier gibt es viele verschiedene einzelne Sitzungen, die Pfeile sind immer solche Sitzungen, wir haben erst die Förderung einzelner Teilkompetenzen, sowas wie Ziele setzen, Motivationsregulation und irgendwann sollen wir es also anwenden in diesem Training, das machen wir meistens am naturwissenschaftlichen Unterricht, die müssen experimentieren und Texte lesen und zugleich ist das hier oben der zweite Pfeil, der obere, wird also der Fachunterricht adaptiert und da haben die Kinder dann die Chance, das also anzuwenden. Das ist die sogenannte indirekte Förderung. Ja? Und kombiniert merken wir also, die Erfolge sind größer und die Kinder fangen an zu transferieren. Denn das zweite Ergebnis, was wir gefunden haben, war, dass die Kinder nicht mal eben transferieren. Ja, wenn wir denen also das in diesem Training beibringen, dann fangen die nicht an, automatisch ins Fach Deutsch zu transferieren. Das machen die nicht. Transfer wird nur dann stattfinden, wenn der auch unterstützt wird. Und das merken wir gerade. Und deswegen haben wir also ein etwas komplexeres Programm entwickelt. Und die Deutschlehrkraft oder die Englischlehrkraft oder die Sportlehrkraft oder Geschichtslehrkraft muss dann also dafür sorgen, dass die Kinder die Chance bekommen, das auch anzuwenden. Sonst ist das nicht nachhaltig. Was ist der Unterschied zwischen direkter und indirekter Förderung? Also direkte Förderung bedeutet, das selbstregulierte Lernen wird explizit beigebracht. Es ist richtiges Training. Wir haben sowas wie Lernen zum Beispiel. Man kann es auch im normalen Unterricht machen. Ich kann ja auch im Deutschunterricht mal eine halbe Stunde nehmen, um eine bestimmte Strategie explizit zu schulen. Aber das ist halt ein explizites Instruieren. Das muss intensiv geschehen. So wie Theorieschulung in der Fahrschule. Ja, das war ja dieses Beispiel. Oder wenn wir Metakognition fördern wollen, dann kann man das machen. Man kann eine Folie aufsetzen mit Leuten, die einigermaßen bekannt sind. Das ist jetzt schon eine etwas ältere Folie. Das sehen Sie, das ist so aus der Zeit 2015, 16, 17 ungefähr aus unserem Training. Da sind noch Leute dabei, die inzwischen nicht mehr aktiv sind, so wie Dick Nowitzki zum Beispiel.
Und dann fragt man so, ja, diese Person, die da auf den Folien sind, wer ist das? Was können die? Was macht die aus? Was können die vielleicht auch nicht so gut? Und das Gleiche machen wir dann mit den Kindern. Das ist jetzt ein Arbeitsblatt für die 5. Jahrgangsstufe. Da bekommen die Kinder also die Aufgabe, dann selber zu sagen, was kann ich besonders gut? Was kann ich vielleicht nicht so gut? Wie würde ich mich mit 3 Wörtern beschreiben? Oder angenommen, ich muss Vokabeln lernen. Habe ich da irgendwelche Tricks? Was mache ich eigentlich? Also Bewusstsein schaffen für die eigenen Stärken, vielleicht auch Schwächen und vor allem auch für die eigenen Lernstrategien in diese Richtung. So kann man das üben. Und wenn man das einmal eingeübt hat, dann muss man eigentlich zusehen, dass das ständig immer mal wieder gemacht wird. Ja? Immer mal wieder aktiviert wird mit einem Reflexionsbogen, mit einem Lerntagebuch, mit einem Logbuch, wie auch immer. Also dann sollte man dranbleiben. Wenn man das nicht macht, dann flaut es halt eben wieder ab. Und Sie sehen es hier links blinken, da steht Anekdote, Metakognition, bestes Gefühl, Mettmann. Das ist eine kleine Anekdote, ein bisschen eklig, aber irgendwie auch witzig. Wir hatten damals 2012 eben dieses Training in Mettmann, 5. Jahrgangsstufe. Die Kinder sind 10 oder 11 Jahre alt. Und dann war eine Sitzung, da habe ich so gefragt, was sind denn so eure Lieblingsmomente in eurem Leben? Was macht ihr am liebsten? Die sind 10 Jahre alt, die Kinder, muss man sich immer noch mal überlegen, mal 11 halt, ne? Und dann sagt so ein Mädchen so, ja, wenn ich mich einschließen kann in mein Zimmer und ein Buch dabei habe und es mir gemütlich mache, dann gehe ich so, dann komme ich in so einen Tunnel und ich lese und es ist die schönste Welt einfach und das ist auch das beste Gefühl. Und wir alle so, ach Mensch, wie süß das Kind und das ist so toll, dass es auch gerne liest und so. Ist ja was Besonderes. Und dann war sie weiter, ja, und du? Das war so ein Junge, blond, weiß ich noch. Und ich kenne auch noch den Namen, sage ich aber nicht. Und er so, Orgasmus. Und ich so, was? Und er so, Orgasmus. 10 Jahre alt. Und wir waren zu zweit in dem Unterricht. Und die Kollegin, die mit im Unterricht war, sagte so, ach komm, bitte, hör auf, übertreib nicht. Und er guckt sie an und sagt, Frau so und so, wenn Sie wüssten. Das heißt also, Kinder können auch in jungen Jahren schon sehr, sehr gut reflektieren. Das war wahrscheinlich geblufft, hoffentlich, aber wer weiß. Das ist die kleine Anekdote, also zu Metakognition und jungen Jahren. Indirekte Förderung bedeutet dann, dass wir eigentlich dafür sorgen, dass die Lernumwelt so optimiert wird, ja, Lernumwelt so optimiert wird, dass das eine günstige Voraussetzung ist, selbst reguliert zu lernen. Das heißt also, die Deutschlehrkraft zum Beispiel macht den Unterricht so offen oder so strukturiert, dass man das also anwenden kann. Praktischer Teil der Fahrschule ist ein Beispiel. Ja. Man triggert, man aktiviert Strategiewissen. Das ist das ganz Entscheidende in diesem Moment des Förderns. Implementation Intentions sind eine Möglichkeit, das zu fördern. Ja, es gibt so ein sogenanntes Produktionsdefizit. Sie alle zum Beispiel haben ein gutes Repertoire an Lernstrategien, wahrscheinlich. Und das hat auch PISA gezeigt, dass das deutsche Schülerinnen und Schüler haben. Aber die wenden es nicht an. Und um ein sogenanntes Produktionsdefizit zu verhindern, kann man Implementation Intentions nutzen. Die lauten wie folgt. Wenn ich das nächste Mal die Vorlesung vorbereite, dann lege ich mein Smartphone in einen anderen Raum, wenn das Smartphone mich beim letzten Mal bei der Vorbereitung zum Beispiel zu viel Aufmerksamkeit gekostet hat. Und das heißt also, wir haben eine Wenn-Komponente und diese Wenn-Komponente, wenn ich die so formuliere und mir auch aufschreibe, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich dieses Problem schneller erkenne beim nächsten Mal. Und die sogenannte Dann-Komponente sorgt dafür, dass das Strategiewissen bei mir aktiviert wird. Also in diesem Fall zum Beispiel die Strategie, ich lege mein Smartphone weg, ich mache es aus und lege es in einen anderen Raum, damit es keine negative Wirkung hat. Ja? Das heißt, wenn dann, diese Wenn-Komponente sorgt dafür, ich erkenne die Situation schneller, die Dann-Komponente aktiviert mein Strategiewissen. Und das ist eine gute Strategie, um also entsprechend das selbstregulierte Lernen zu fördern. Und das kann man natürlich zu Hause sehr gut machen, genauso wie auch in der Schule. Jetzt habe ich vorhin von Ankern, von sogenannten Ankern gesprochen, die also dafür sorgen, dass so ein Training mit normalem Fachunterricht zum Beispiel verbunden wird, dass die Kinder also eine Parallelität erkennen. Ach, das habe ich hier gelernt im Training, das kann ich hier anwenden. Es könnten zum Beispiel solche Symbole hier sein oder eben diese Implementation Intentions, die Sie hier unten eher sehen. Oder wir haben zum Beispiel auch hier links Fragen- und Aufgabenformulierungen. Also wenn Sie weniger SEL, also selbst reguliertes Lernen, aktivieren wollen, dann könnte man sagen, bei der Vorwissensaktivierung am Anfang einer Stunde, schaut mal, das haben wir letzte Stunde gemacht. Und dann präsentieren Sie das, was gemacht wurde. Oder Sie sagen, überlegt doch bitte mal, was wir in der letzten Stunde gemacht haben. Da müssen die Kinder also selber nachdenken, werden also metakognitiv aktiv. Was weiß ich darüber schon? Was haben wir beim letzten Mal eigentlich gemacht? Ja. Genauso wie beim Zielsetzen. Da kann ich auch das Ziel vorgeben. Oder ich erarbeite das gemeinsam. Da ist auch mehr Metakognition mit dabei. Oder sowas wie ein Lernbuddy, rechts unten hier. Da sehen Sie, das ist ein DIN A3-Blatt. Ja, ist also eigentlich wesentlich größer, als Sie es gerade sehen. Hier in der Mitte, das rote Feld, da können Sie so ein Arbeitsblatt reinmachen. Und das ganze Blaue hier drumherum, das sind metakognitive Strategien. Also so dieser Lernbuddy ermöglicht es also den Lernenden, dann immer beim Lernen, beim Hausaufgaben machen, beim Lernen zu Hause für die Schule oder auch beim Bearbeiten von irgendwelchen Aufgaben in der Schule, metakognitiv aktiv zu sein. Das triggert also, dieser Lernbuddy triggert also entsprechend Strategiewissen. Richtig gute Möglichkeit, das zu machen.
Eine andere Möglichkeit, SRL zu unterstützen, ist ja auch mit solchen digitalen Angeboten. Wir haben ein Padlet zum Beispiel gebaut, das sehen Sie hier. Wir sprechen immer von kleinen Lernsnacks. Den Link bekommen Sie, wenn Sie in meinen MOOC reinkommen. Das erzähle ich Ihnen nachher nochmal, wie Sie das können, wenn Sie nicht eh schon das andere Seminar studieren und dabei sind. Also auch hier kann man so keine Auffrischungssitzung machen, zum Beispiel zum Ziel setzen oder zu dem Umgang mit Ablenkern. Das würde ich mir an Ihrer Stelle mal angucken, weil da sind ziemlich coole kleine Übungen drin. Das ist ganz süß gemacht von Xenia und den Hilfskräften bei uns in Bochum. Ach nee, ist nicht bei uns in Bochum, bei denen in Bochum. Und also hat das auch eine Möglichkeit, genauso wie das hier auf der nächsten Seite, wenn Sie sich das mal angucken. Das ist ein Arbeitsblatt einer Englischlehrkraft aus Gelsenkirchen, von einer Gesamtschule in Gelsenkirchen. Und die hat einfach mal ihr Englisch-Arbeitsblatt umgebaut. Hier in der Mitte sehen wir die normalen Aufgaben, die die Kinder im Fernunterricht bekommen haben. Und oben drüber, also vor dem Lernen, müssen die erstmal sich aufschauen, was für ein Ziel haben die. Haben die Aufgabe verstanden, dann müssen sie es anklickern. Sind die motiviert genug, wenn nicht, was sollen die dann irgendwie dagegen tun? Welche Strategie können sie anwenden? Oder was sind mögliche Ablenker? Ja, zum Beispiel mein Handy. Meine Lösung dafür? Ja, zum Beispiel weglegen oder ausmachen. Oder jetzt nochmal schnell gucken und was weiß ich, immer nur alle 10 Minuten checken zum Beispiel. Und am Ende gleiche. Ja, geht es eher so in Richtung Reflexion, Ziel erreicht, alle Aufgaben bearbeitet. Wie viel Spaß hat das Ganze gemacht? Und hatte ich meine Ablenker gut im Griff oder eben nicht? Das heißt also, diese Reflexionsphase hier am Ende sorgt dafür, dass ich schon auch ein bisschen wieder über die nächste Lernsituation nachdenke und mir bewusst mache, wie das so gelaufen ist. Das heißt, Sie sehen, das normale Arbeitsblatt, die normalen Aufgaben werden nur ergänzt um so ein paar metakognitive Sachen hier oder auch Motivationsregulationsstrategien. Also relativ einfach. Sie sehen auch, dass hier die Lehrkraft, die Lehrerin mit solchen Symbolen arbeitet, immer die gleichen, ja, Ziele, zum Beispiel so eine Flagge, so eine, was das Ziel ist, hier mit entsprechend mit diesem Fragezeichen bei der Motivation, so ein Bizeps. Also so kann man seine Arbeitsblätter verändern, um ein bisschen mehr Selbstregulation zu fördern. Das heißt, selbstreguliertes Lernen, wir wissen, was es ist, wir wissen auch ungefähr, wie es gefördert wird. Und damit wir dieses Wissen nochmal sichern können, gibt es jetzt ein kleines Video, und zwar von einer Studentin aus dem Semester 1920. Die hatte damals auch die Aufgabe, keine Klausur zu schreiben am Ende des Semesters, sondern eben auch ein Video zu bauen, so wie die Studierenden auch hier in diesem Semester. Und damals durften die auch noch 7 Minuten machen, wenn sie alleine waren. In diesem Semester sind es ja nur noch 5, egal ob sie zusammenarbeiten oder alleine. Und ich würde Ihnen das jetzt gerne zeigen. Und das dauert so ungefähr 7 Minuten, ich glaube genau auf den Punkt. Und erzählt Ihnen nochmal, was selbstreguliertes Lernen ist und vor allem, wie man es fördert. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Bis gleich. Tschüss. Lernen. Möglichst schnell, möglichst effizient. Doch wie lernen Schülerinnen und Schüler eigentlich? Grundlegend unterscheidet man fremdreguliertes Lernen und selbstreguliertes Lernen. Beim fremdregulierten Lernen geht es um die direkte Instruktion. Die Lehrkraft nimmt eine anweisende und leitende Rolle ein. Das heißt, das Lerngeschehen wird von außen stark gesteuert, sei es durch Lehrkraft oder durch die Medien. Jedoch ist es nicht gleichzusetzen mit Frontalunterricht. Beim selbstregulierten Lernen ist es, wie der Name schon verrät, eine vom Selbst ausgehende Lernhandlung. Nach Schmitz läuft selbstreguliertes Lernen in 3 Phasen ab. Die erste Phase ist die präaktionale Phase. In der macht sich der Schüler oder die Schülerin Gedanken über das eigene Lernen. Man stellt sich Fragen und beantwortet diese vorab. Was ist mein Ziel? Was sind mögliche Ablenker? Was weiß ich schon? Man nimmt also eine Metaebene ein und guckt wie aus einer Vogelperspektive auf sich selber herab. Die zweite Phase ist die aktionale Phase. In der wird die Vogelperspektive beibehalten. Man beobachtet sich selbst und passt gegebenenfalls an. Wichtig ist, dass man sein Ziel auf jeden Fall erreicht. Ich stelle mir Fragen wie, wie komme ich voran, bin ich auf dem richtigen Weg und passe gegebenenfalls Motivation oder Stimmung an. Die dritte Phase ist die postaktionale Phase. In der geht es um die Reflexion. Wie lief es heute? Was kann ich für morgen noch verändern? Nach dem Erziehungspsychologen Paul Pintrich hat selbstreguliertes Lernen 3 Kategorien. Die erste Kategorie beinhaltet kognitive Strategien, das heißt Strategien zur Förderung des Wissenserwerbs. Man stellt sich also die Frage, was möchte ich regulieren? Die zweite Kategorie ist die metakognitive Strategie. Dort stellt sich die Frage, wie reguliere ich? Die dritte Kategorie ist das Ressourcenmanagement. Dort unterscheidet man extern und intern. Metakognitive Lernstrategien und andere Stützstrategien, wie beispielsweise Umweltmanagement, verfolgen das gleiche Ziel, Qualität der Ausführung kognitiver Lernstrategien möglichst zu erhöhen.
Selbstreguliertes Lernen ist nicht gleichzusetzen mit Freiarbeit, offenem Lernen oder ähnlichem. Es ist die Kompetenz dahinter, um mit solchen Lernmethoden klarzukommen und um erfolgreicher in offenen oder geschlossenen Settings zu lernen. Stellt man fremdreguliertes und selbstreguliertes Lernen gegenüber, so ist keine Variante die bessere. Fremdreguliertes Lernen wird angewandt bei fachlichen Inhalten, sehr komplexen oder noch nicht bekannten Themen. Beim selbstregulierten Lernen sind die Schülerinnen und Schüler schon gut drauf in dem Thema oder das Thema ist nicht so schwierig. Zusammenfassend, es kommt auf das Thema und auf das Klientel an. Menschen, die erfolgreich selbstreguliert lernen, verwenden verschiedene Lernstrategien. Auch die Regulation von Emotion, Motivation, Kognition, Volition und Zeit spielen eine große Rolle. Die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, wann sie welche Strategie anwenden, denn je nach Problem benötigt man eine bestimmte Strategie. Der Fokus sollte also darauf liegen, die Frage zu beantworten, wie ich zum Ziel komme. Das heißt, der Fokus ist auf dem Prozess statt auf dem Produkt. Doch warum das Ganze? Aus lernpsychologischer Sicht lernt man durch selbstreguliertes Lernen erfolgreicher. Die Kombination von kognitiven und metakognitiven Strategien ist also sehr effizient. In der heutigen Welt liegt der Fokus auf fachübergreifende Dinge statt auf fachspezifischen. Die Forscher betonen, dass man nicht weiß, was in der Zukunft fachspezifisch verlangt oder benötigt wird. Und auch darauf muss die Jugend vorbereitet werden. Das Wissen über kognitive und metakognitive Strategien ist heutzutage sehr wichtig. Problemlösefähigkeit, sich einen Überblick zu verschaffen, sich selber zu regulieren und auch zu transferieren, ist heutzutage immer wichtiger. Auch hat jede Schülerin und jeder Schüler das Recht auf individuelle Förderung. Da dies im Schulalltag manchmal nicht so einfach ist, müssen Schülerinnen und Schüler sich auch selber fördern können. Ein weiterer Grund ist, dass es heute immer mehr Ganztagsschulen gibt oder eingerichtete Lernzeiten innerhalb des Schulalltags. Durch die verfügbare Zeit und die vielen Angebote öffnen sich die Lernszenarien und auch Schülerinnen und Schüler müssen sich stärker selber regulieren. Ein weiterer Aspekt ist die Digitalisierung und die neue Generation der Ablenker. Ein weiterer Aspekt, der heutzutage im Fokus steht, ist das lebenslange Lernen. Fortbildungen sind wichtiger denn je, denn es gibt neue Herausforderungen, Entwicklungen in der Gesellschaft, die möglicherweise auch zu neuen Jobs führen können. Schülerinnen und Schüler lernen also die Fähigkeit, in allen Lernszenarien klarzukommen, was nicht nur wichtig in der Schule ist, sondern eben auch in der Uni, im Job und im gesamten Leben. Studien zeigen, dass Menschen, die selbstreguliert lernen, besser performen und sich auch akademisch besser anpassen können. Doch wie lehre ich selbstreguliertes Lernen nachhaltig? Unabhängig von der Schulform muss selbstreguliertes Lernen durch fremdreguliertes Lernen beigebracht werden. Dies hört sich erstmal komisch an, ist jedoch sehr wichtig. Zu beachten ist dabei, dass dies intensiv und lange geschieht, möglichst früh, das heißt am besten schon in der Grundschule, und kombiniert mit fachlichen Inhalten. Die Verknüpfung ist sehr wichtig. Außerdem sollten es authentische Situationen sein, sodass die Schüler erkennen, warum wir das Ganze eigentlich machen. Kognitive, metakognitive Variablen und Emotion, Volition und Motivation müssen dabei direkt trainiert werden. Auch Transfer muss geübt werden. Das Ganze auf neue Situationen und Lernkontexte anzuwenden, fällt vielen Schülerinnen und Schülern schwierig. In dem Projekt Ganz In wurde ein solch innovatives Konzept implementiert. Dort hat sich herausgestellt, dass dies doch viel komplexer ist, als man denkt. Das Projekt zeigt, dass wenn die Aktivierung oder das Training einfach abrupt gestoppt wird, der Lerneffekt genauso schnell wieder abnimmt, wie er erst gekommen ist. Das Ziel sollte doch sein, eine nachhaltige Verbesserung des Lernverhaltens zu erzielen. Das heißt, ein solches Training reicht nicht aus. Man braucht ein ganzheitliches Konzept. Damit ist gemeint, dass selbstreguliertes Lernen direkt und indirekt gefördert werden muss. Selbstreguliertes Lernen wird direkt trainiert und gleichzeitig werden Lernzeiten und Fachunterricht adaptiert. Was heißt direkte Förderung? Es geht um explizites Instruieren. Metakognition muss zuerst trainiert werden. Der Fokus ist dabei auf Modellierung und Demonstration. Viele Schülerinnen und Schüler schaffen es nicht, Strategien unabhängig effizient zu nutzen. Daher ist die direkte Förderung gerade zu Beginn sehr wichtig. Was in der ersten Woche im Training gelernt wird, kann ab der zweiten Woche in Lernzeit oder im Fachunterricht getriggert bzw. aktiviert werden. Dann spricht man von indirekter Förderung. Die Lehrerin oder der Lehrer baut den Rahmen dafür, dass Schülerinnen und Schüler das Gelernte anwenden können. Die Lehrkraft triggert dabei und regt zum Anwenden an. Dies muss regelmäßig geschehen. Hilfreich sind dabei Anker, wie beispielsweise Symbole, Vokabular oder Lerntagebücher. Der Schüler oder die Schülerin erkennt den Nutzen, transferiert mehr und wendet mehr an. Dadurch wird das Ganze nachhaltig.
Die Lehrkraft hat die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler an die Hand zu nehmen, zu betreuen und zu unterstützen und später zu triggern und zu aktivieren. Das Ganze automatisiert sich langsam und die Lehrkraft kann die Unterstützung langsam ausblenden. Fazit: Um eine nachhaltige Verbesserung des Lernverhaltens der Schülerinnen und Schüler zu erzielen und diese auf das lebenslange Lernen vorzubereiten, ist selbstreguliertes Lernen eine der geeigneten Methoden. Jedoch benötigt man ein ganzheitliches Konzept, damit die Implementierung dieser Innovation auch sinnvoll ist. So, das war einmal kurze Druckbetankung als Sicherung des Wissens zu diesem Thema. Heißt also, das Wichtigste, und das wurde ja auch gerade nochmal gesagt, wenn man das selbst regulierte Lernen fördern möchte, dann direkt und indirekt. Das ist mit das Wichtigste, was man, glaube ich, abspeichern muss für die Zukunft als Lehrkraft, direkt und indirekt fördern. Und das ist meistens auch bei allen anderen Dingen so. Also wenn wir irgendwo irgendwas beibringen, ohne Anwendungstraining, automatisiert sich nichts, ne? Und dadurch wird es keine Gewohnheit und nicht normal. Das heißt also, Transfer unterstützen, indem wir auch indirekt fördern. Also merken, direkt und indirekt, immer zusammen. Ja, und ansonsten ist die Frage, ja, wenn man jetzt so ein Konzept hat, passt das denn in die Schule? Ja, so einfach ist das nicht. Ah, oh, Mensch, die Schulen, das sind ja doch ganz schön träge Systeme. Tolle Orte, muss man sagen. Es macht immer Spaß vor Ort. Da ist richtig viel Leben, da ist, wenn denn Leben da ist. Also wenn es nicht gerade Corona ist. Aber wenn man so ein Konzept dann in dieses System bringen möchte, dann ist es nicht ganz so einfach, weil die Rahmenbedingungen natürlich dann da schon nochmal irgendwie eine Rolle spielen. Und wie man so eine Innovation in den Schul- und Unterrichtsalltag bringt, das zeige ich Ihnen, wie gesagt, in der letzten Woche. Aber ich zeige Ihnen jetzt gleich mal einen kleinen Ausschnitt und dann sehen Sie schon ein erstes Problem, das auftaucht, wenn man denn so etwas in die Praxis bringen möchte. Und zwar haben wir eine Schule in Bielefeld, die Max-Planck-Schule, das Max-Planck-Gymnasium. Und das Max-Planck-Gymnasium in Bielefeld ist so unsere Vorzeigeschule, was dieses Konzept eigentlich angeht, weil die haben es richtig gut implementiert und die Lehrkräfte ultra gut mit an Bord geholt und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, das ist die Schule hier im Umkreis überhaupt, die zumindest von uns betreut wurde und das selbst regulierte Lernen richtig gut umgesetzt bekommt. Das liegt vornehmlich an den Leuten, die das versucht haben zu implementieren. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wir haben nämlich ein Video vor Ort gedreht bei denen in Bielefeld, was Sie darunter verstehen, wie es funktioniert hat, woran es auch liegt und wo es vor allem hapert. Und ich glaube, die ein bisschen mal in Schule waren, die werden das direkt verstehen oder die sich generell mit irgendwelchen Institutionen oder trägen Systemen wie Vereinen, Verbänden oder was weiß ich auch immer auskennen. Das letzte Video und danach ist die Vorlesung auch vorbei. Deswegen nochmal viel Spaß mit dem Video aus Bielefeld. Die Idee, bei diesem Projekt jetzt teilzunehmen und gerade selbstreguliertes Lernen in den Fokus zu rücken, das hat eigentlich ganz schnell für Begeisterung gesorgt, weil wir ja gerade diese Kompetenz, dass Kinder sich und Jugendliche sich selbst regulieren sollen, selbst reguliert, selbst verantwortet lernen sollen und auch agieren sollen im Leben, ist ja eine Kompetenz, die absolut notwendig ist. Und wir wissen auch, dass die Grundschulen hier auch viel vorarbeiten, also dass die wir schon ganz viel machen mit den Kindern, was wir im Prinzip verkommen lassen, wenn wir das nicht in irgendeiner Form aufgreifen. Ich glaube schon, dass für die Schülerinnen und Schüler es hilfreich ist, die Strategien zu kennen und sich der Strategien bewusst zu sein. Also, dass sie einfach nochmal drüber nachdenken, zum Beispiel, wie kann ich mich jetzt eigentlich motivieren, was kann ich für Strategien da anwenden. Also Schülerinnen und Schüler profitieren sicherlich davon, dass sie erstmal diese Lücke zwischen Grundschule und weiterführender Schule geschlossen haben in diesem Bereich der Selbstregulation, selbstverantwortetes Lernen und Handeln. Also ich bin immer wieder erstaunt, gerade für diesen Theoriebereich des selbstregulierten Lernens, wie gut die Schüler das erfassen können. Also denen ist das schon klar, wie Lernen eigentlich im Idealfall funktioniert und dass Motivation da eine Rolle spielt und Emotionsregulation eine Rolle spielt. Was sehr gut funktioniert, ist der Transfer dieses experimentellen Teils. Also das wird in der 5 mit den Begrifflichkeiten sehr gut eingeführt, auch selbstständiges Erstellen von Experimenten. Und die Physik greift das dann in der 6 auf. Und die Physikkollegen melden uns zurück. Das ist super. Also auf dem Stand waren wir sonst in der 8. Klasse von dem, was die Schüler können. Begriffe wie Variablen, Nullprobe, ist denen alles transparent und klar und die können an der Stelle weitermachen und wirklich haben eine gute Vorstellung davon, was ein Experiment erreichen kann und soll, wie man es aufbaut, wie man sich selber dazu Gedanken macht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Die Zielsetzungen werden, glaube ich, von einzelnen Kollegen weitergetragen und Deutsch war eben das Anknüpfungsfach, aber da merkt man immer wieder, es sind ja jedes Mal neue Kollegen, das heißt, es ist ein sehr großer Kommunikationsaufwand. Und die Kommunikation klappt eben auch nicht immer.
Also der Transfer in den Fachunterricht, den finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil man sich natürlich mit dem, wenn man jetzt nicht das Fach hat wie Biologie, wo dann die Experimente durchgeführt werden, wenn man das Fach nicht hat, dann muss man sich ja schon mit dem Kollegen entsprechend stetig und regelmäßig austauschen. Und das hängt natürlich auch ein bisschen vom Kontakt auch zum Teil dann ab. Aber leichter ist es natürlich, man hat dann das andere Fach und kann dann genau gucken, wo bin ich jetzt hier mit dem selbstregulierten Lernen und wie kann ich das dann direkt in der Praxis im Unterricht dann mit den Experimenten umsetzen. Das kann ich dann halt an der Stelle dann nicht so. Das heißt also, Sie haben gehört, das scheint ganz gut zu klappen. Die melden also zurück, dass sie das Gefühl haben im naturwissenschaftlichen Unterricht, wenn die Kinder also nicht nur alleine experimentieren, also naturwissenschaftliche Methoden erlernen, sondern das eben in Kombination mit Selbstregulation, dass die das dann erfolgreicher lernen. Das zeigen auch die empirischen Ergebnisse eben unserer Studien. Das hatte ich Ihnen ja vorhin schon gezeigt. Das heißt, das scheint also Sinn zu machen. Und es kam eine Frage vorhin auf im Chat der Studierenden. Wie steht Metakognition und selbstreguliertes Lernen zusammen? Und da ist es ganz einfach. Das selbstregulierte Lernen unterscheidet sich vom fremdregulierten Lernen eben vor allem durch diese Metakognition. Dieses Metakognitive, diese Denkprozesse spielen eben beim selbstregulierten Lernen eine besondere Rolle, weil ich halt mehr Verantwortung übernehme und ich mich mehr steuere und ich bewusster dabei bin. Das ist auch das, was gerade noch mal in dem Video vorkam. Also diese Strategien, die mir bewusst sein sollen. Also ich weiß, was ich da mache und warum ich es mache und vor allem auch, wann ich es mache und mit welcher Qualität. Und dass ich immer das Ziel auch habe, das mit guter Qualität durchzuführen, weil ich dann weiß, dass ich dann erfolgreicher lerne. Das heißt also, Metakognition, ja, es ist ein Teil des selbstregulierten Lernens. Und wenn man sich das Modell nochmal in den Kopf hervorruft mit diesen zwei verschiedenen Arten von Strategien, diese blaue und gelben Strategien, dann ist eben Metakognition oben so. Dieses Ziele setzen, sich beobachten, bewerten und reagieren. Und auch Reflexion ist ja ein Teil von Metakognition. Und das ist halt das Besondere an diesem selbstregulierten Lernen. Da wird eben nicht nur einfach stumpf ein Text gelesen, sondern immer in Kombination mit diesen metakognitiven Strategien. Und ansonsten sehen Sie auch gerade die Kolleginnen und Kollegen, Holger Knicker zum Beispiel, die Lehrkraft, also einer der Lehrer dort in Bielefeld, sagte, und die anderen beiden Kolleginnen, ja, das in dem Fachunterricht, wo das Training stattfindet, also in Navi, da ist das relativ einfach. Und dann das Übertragen in die anderen Fächer, wenn also auf einmal andere Lehrkräfte aktiv werden müssen, das ist ein Problem. Das hat was mit Kommunikation zu tun. Die Frage ist also, wie ist Schule momentan auf Kommunikation aus? Wir sehen teilweise große Unterschiede zwischen zum Beispiel Gymnasien und Gesamtschulen. In Gesamtschulen ist das Usus, dass viel kooperiert wird, in Gymnasien eher weniger. Und dann haben wir eben solche Probleme, dass da nicht groß kooperiert wird und dass die Transparenz auch ein Stück weit fehlt. Das hatte ich ja vorhin schon mal bei diesem Scribble-Bild da gezeigt, dass also Transparenz wichtig ist. Und es scheint an dieser Schule genau das gleiche Problem zu sein, wie überall anders auch. Also es muss miteinander gesprochen werden, aber wie kriegt man das in dem stressigen Alltag hin? Darüber werden wir also auch nochmal sprechen in der letzten Vorlesung. Für alle diejenigen, die Interesse an dem ganzen Material haben, also die mal in so ein Training reingucken wollen, sich inspirieren lassen wollen, dann kommen Sie, wenn Sie nicht eh schon drin sind, in den MOOC, in den Massive Open Online Kurs, selbst reguliertes Lernen, analog und digital fördern. Das können Sie kostenlos machen. Können Sie auch das Material runterladen, da finden Sie auch den Zugang zum Padlet. Und Sie gehen einfach auf www.moodle.rupp.de und müssen sich einen Account dort machen, kostenlos, müssen da nicht viele Daten angeben. Das liegt ja auch auf dem Server, glaube ich, der Ruhr, und deswegen kann man dem gut vertrauen. Und dann suchen Sie diesen Kurs, der hier grün umrandet ist, und dann finden Sie da nochmal Informationen, wenn Sie noch mehr haben wollen. Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf meinem YouTube-Kanal. Da finden Sie auch Literatur, falls Sie Literatur brauchen, zum Beispiel um so ein Video hier anzufertigen fürs Ende oder zum Ende des Semesters. Und da finden Sie eben auch das Unterrichtsmaterial. Ansonsten werden wir uns in der nächsten Woche vor allem mit Lernstrategien auseinandersetzen. Also die große Frage dann, ich habe ein Problem, ich lerne irgendwie gerade nicht so erfolgreich oder ich bin nicht so motiviert. Welche Strategie passt dazu? Ich werde mal so ein Sammelsurium an Strategien präsentieren und wir werden vor allem auch darüber sprechen, wie wir Wissen transferiert bekommen. Darüber haben wir heute schon so ein bisschen gesprochen. Das werden wir nächste Woche nochmal intensiver machen. Das machen wir wieder am Dienstag um 12.15 Uhr live oder halt jeweils immer danach, wenn Sie nicht live dabei sein können. Ich gucke noch mal einmal ganz kurz in den Chat, ob noch irgendwas passiert ist. Nope. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Woche, gut aufpassen und viel Spaß mit dem nicht so schönen Wetter.